Habitat und Skalve. Ach, guck an, ein wildes Skalve appeared. Treten in deine Scheide. Es geht ab. Bonjour Skalve, happy Friday. Haha, ja, es ist wieder. Halleluja. Wer hat denn die Scheide getreten? Bösen Menschen von Peter. Es sind viele, viele aufregende Dinge passiert diese Woche. Holy shit. Letzten zwei Wochen, meinst du? Ja. Ja, interessanterweise ist es. Ich habe auch, meine Liste fängt auch, der erste Punkt, den ich habe, der ist noch aus letzter Woche. Den habe ich schon komplett wieder vergessen. Gut, dass ich den auf meiner Liste habe. Obwohl der gar nicht so interessant ist, aber vielleicht ein bisschen. Hau rein, was geht ab? Möchtest du hören? Okay. Nanning, eine Stadt in China, ja, beheimatet eins der größten Foxconn-Werke. Dort wurde vor ein, zwei Jahren noch die Hälfte aller iPhones, die weltweit verkauft wurden, produziert, ne? Die Firma Foxconn ist jetzt raus aus Nanning und geht rüber nach Vietnam und Indien. Da das Apple zu teuer ist, dort zu produzieren. Krass, also hier steht, die sitzen in Taiwan. Ja, Foxconn als Unternehmen, ja. Als Unternehmen, ja. Aber Werk. Aber die, ja, die Handyschmiede. Genau. Die so. Ist da. Die Marktanteile von Apple, ne, auch aufgrund von der ganzen politischen Geschichte, sind 2023 von 19% auf 15% eingebrochen an Verkäufen. Da die CCCP auch die Huawei-Smartphones subventioniert, ne? Also unter anderem. Und diese Fabrik, ne, du kannst dir das nicht vorstellen, wie groß die ist. Da haben 50.000 Leute gearbeitet. Was? Wie war was? 50.000 Mitarbeiter hatte diese Fabrik. Warte mal, was ist da? Wolfsburg gibt es da doch auch so ein Dorf, was so eine Fabrik ist eigentlich, oder? Ja, Wolfsburg ist ja das Dorf mit der Fabrik. Ach so. Die Fabrik war zuerst da und dann haben die Wolfsburg drumherum gebaut quasi. Und das ist ja die Stadt Wolfsburg. Also sowas, so basically das. Ja, größer halt, ne? Für iPhones. Ja, halt in Chinesisch. Genau, VW auf Chinesisch, ne? Ja, genau. Und 50.000 Mitarbeiter haben da gearbeitet. Jetzt sind das noch irgendwie 1.000 oder 2.000. Wow. Und in der Umgebung sind 100.000 Jobs verloren gegangen. Boah, Alter. Also das ist jetzt eine richtige Geisterstadt, ne? Und anscheinend... Das ist die Apokalypse, ja. Ja, anscheinend gibt es jetzt die ersten Vorschläge, dass BYD das übernimmt, ne? Build Your Dream ist ja auch so eine riesen chinesische Firma, ne? Aber die haben anscheinend im Gegensatz zu Foxconn sklavische Arbeitsbedingungen. Also Foxconn, iPhones zusammenschustern, ist anscheinend der Himmel auf Erden da. Oh mein Gott. was ist hier los? Du musst dir das mal geben, wie das da jetzt aussieht, ne? Das sind einfach quadratkilometerweise Fabrikhallen, die einfach jetzt leer sind, ne? Krass. Einfach leer. Einfach so. Die haben Bums, iPhone zu teuer, ab rüber nach Indien. Zack, gehen wir dahin. Das dauert keine halbe Woche. Ja, so ungefähr. Heftig. Ey, ich hab, du meintest dieses Annie the Duck-Ding, ne? Da ist gerade eben so ein, warte mal eben. Ja. Ich hab das gegoogelt. Ja. Und ich hab das, Hand aufs Herz, ich hab's nur überflogen. Ne? Aber ja, ich mehr so weiß ich auch was nicht. Was da los ist. Ich weiß nur. Aber was ich da rauslese, ist basically, die waren ein bisschen fies zu den Leuten und jetzt beschweren sich alle über Machtmissbrauch? Oder was ist da passiert? Nee, also ich kenne die ganze Story jetzt auch nicht, weil es mir auch zu dumm ist, mich mit sowas zu beschäftigen, ne? Aber meine Frau hat sich damit halt beschäftigt, weil die kennt die halt nicht, also kennt die nicht direkt persönlich, aber das ist auch eine Cosplayerin. Ja, ja. Aber im Gegensatz zu den Cosplays, die meine Frau macht, bestellt die ihre Cosplays im Prinzip auf Wish, ne? Dann knallst du eine Frau mit einem heißen Körper drin und ihrem Mumsgesicht drauf. Und damit verdient ihr Geld und nicht zu knapp. Ah ja. Ne? Und die ist jetzt halt in der Kritik, weil die anscheinend jeden Partner, mit dem sie bisher zusammen war, seelisch missbraucht hat, ne? Also niedergemacht hat und sowas, ne? Ob jetzt Äußerlichkeiten, Gaslighting, toxisch allgemein. Und ihre Katzen missbraucht die auch wohl. Ne? Die beiden Katzen können sie überhaupt auf dem Zoo nicht ausstehen, aber sie zwingt die halt dann dazu, irgendwie miteinander klarzukommen, mit denen zu kuscheln oder sowas. Ne? Das sind eher so Dinge für die, ne? Also sie ist eigentlich ein richtig menschenunwürdiger Typ so. Ne? Was man aber ja schon mal öfter hört, aber sie propagiert halt auf ihrem YouTube-Channel und überall immer so, ja, Depression und ADHS und eure Gefühle sind ja valide und weißt du, die ist so eine, ne, die auf super emotional kommt, aber hintenrum die größte Fotze darstellen möchte, ne, wie es nur sein kann und deswegen ist das jetzt so, dass sie so abbrannt, ne, quack, quack, fuck the duck, ne, ist halt fucking lustig, ne.
Also, weil die ist dann noch so eine, die hat die nicht. Titten raus, so, ne? Die holt die Titten raus, ne? Umarmt ihre Fans, in Anführungszeichen dann, ne? Auf irgendwelchen Conventions und beschwert sich hinterher dann, oder hat sich vorher dann schon beschwert, dass sie jetzt ihre schwitzigen, stinkenden Fans überall, dass sie die betatschen und so, ne? Wenn sie da steht mit ja, okay. im Prinzip 60 Euro an Wish-Kleidung und sagt, ich bin 2B von Nier, umarm mich, mit dem operierten Gesicht und so weiter, ne? Es ist lächerlich. Du, es ist gar nicht ja. wert, sich damit zu beschäftigen eigentlich. Aber dieser Personenkult, ne? Der Personenkult ist halt das Ekelhafte. Das ist, was ich meine. Weißt du, das ist so, weißt du, alles, was ich darüber lese, ist so, ja und? Ja, genau. What the fuck? Die tun halt so, als wäre das erste Mal, dass ein Mensch nicht das ist, was er verkauft. Ja, ja. Das ist so, genau. wie dieses Rammstein-Ding damals, weißt du? Das ist so, Machtmissbrauch sieht in meinen Augen irgendwie ein kleines bisschen anders aus, als nicht dazu in der Lage sein, sich von seinem abusive Partner trennen zu können. Weißt du, was mit den Katzen ist, kann ich nicht beurteilen. Gut, die können wahrscheinlich wirklich nichts dafür. Aber verstehst du, wie ich das meine? Das Geile ist jetzt auch, die hat gestern ein Statement veröffentlicht, ne? Die Annie the Duck, ne? Nach knapp einer Woche, wo das öffentlich gekommen ist jetzt, ne? Wo alle ich jetzt, würde auch erst mal eine Weile tauschen. Also. Du weißt ja, wenn einer online kommt, ne? Auf einmal kommen sie alle, ne? Und, oder ist Tratsch, schnell, ja. Publicity. Und sag mal so, das ist ein Statement, ne? Also wenn du in der Situation wärst, ne, und sagen wir mal, du wärst schuldig, ne, weil es waren schon echt viele Leute aus verschiedenen Schichten, die was gesagt haben, ne, und du bist schuldig, ja. Was schätzt du, wie lange ist dann ein Statement, das Sinn ergibt? So, wenn du es ehrlich meinst, wie lange müsste das sein? Also, ich kann nur aus meiner Perspektive. Ja, einfach so aus deiner Perspektive. Wenn du hast Scheiße gebaut, ne, und Leute sprechen dich drauf an und du sagst, ja, okay, jetzt komme ich klar. So, ne, wie lange würdest du das Statement machen? Eine Minute? Höchstens. Ja, weil ich sonst nicht glaubwürdig bin. Okay, weißt du, wenn du länger. Ja. Ja, sie hat ein langes Statement gemacht. Was schätzt du, wie lang das war? Boah, keine Ahnung. 1,5 Stunden. 1 Stunde, 14 Minuten. Boah, was? Du warst nah dran, Alter. Boah, Junge, dein Fott-Radar ist echt on point, ey. Ja, Mann. Nee, weil mein Gedanke ist halt so, wenn ich es wirklich ehrlich meine, ne, dann sage ich einfach nur, ja, ihr habt recht, tut mir leid, ich werde an mir arbeiten. Ich melde mich wieder, wenn das soweit ist. Aber wenn ich versuche, mich aus Scheiße rauszureden, ja, genau. oder irgendwie versuche, das zu rechtfertigen oder so, dann brauche ich Zeit. Ja, weißt du? Dann muss ich erstmal ausholen, warum ich denn überhaupt so handle, wie ich handle. Weißt du? Warum ich eventuell auch nicht einsehe oder die Schuld auf andere wegschieben muss. Weißt du? Da brauchst du viel mehr Wörter für. Ja, vor allem Germanicus Karen, die hat auch Sponsoring von. Germanicus Karen. Ja, was sind das für Dinge, die ich hier heute. Sponsoring. Die wurde von Samsung gesponsert, ne? Also die hat in ihrem Instagram-Profil immer so Team Samsung stehen gehabt, Team Galaxy, ne? Samsung, also schon, so? Da ist schon ordentlich Kohle hinter, ne? Ah, ja, das war innerhalb von einer Nanosekunde war das gelöscht aus ihrer Bio. Und die hat tatsächlich eine Synchronsprecherrolle in dem neuen Garfield-Film, von dem du wahrscheinlich noch gar nichts gehört hast. Natürlich nicht. Ja, ich nämlich auch nicht, bis ich irgendwann mal eine Werbung gesehen hatte. Ich meine, der sieht scheiße aus, so, ne? Aber sie hat von Sony Pictures eine Synchronsprecherrolle da angedreht bekommen, ne? Und die sagen jetzt auch so, die wollen sich noch äußern, ne? Die wollen jetzt erstmal noch nichts dazu sagen, ne? Aber es ist natürlich ein super Vorbild, ne? Wenn man so ein Gaslighting-Abuser-Typ dann in so einem Kinderfilm eine Stimme machen lässt, ne? Ja. Und ich finde immer, was mich immer überrascht, ist dann dieser Personenkult, der dahinter ist, dass die Leute. Dass es da richtige Fans gibt, ne, die ihr hinterherreisen und sie besuchen und sie kennen, ja. und sie umarmen wollen, was auch immer für ein Scheiß, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich mittlerweile das Alter erreicht habe, aber wenn ich die quatschen höre online, ne, ich weiß innerhalb von 30 Sekunden, dass die einen an der Klatsche hat. Dass ich nicht auf das vertrauen sollte, was die sagt. Ja, aber warte, das liegt an was anderem. Weißt du, wir sind geübt darin, solche Menschen zu kennen, weil wir mit solchen aufgewachsen und groß geworden sind. Es ist ein Alter-Ding, glaube ich. Hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob das ein Alter-Ding ist. Ich glaube eher, das ist ein Faktor einer Persönlichkeit, den du erkennen kannst. Ich denke, wenn du jünger bist als 25, solltest du keine Ratschläge geben. Wenn du jünger das bist als 25, nicht. Wenn du jünger bist als 25 und jemand gibt dir Ratschläge, dann solltest du erstmal denken, ja, vielleicht folge ich dir, vielleicht nein. What the fuck, Alter? Guck mal, bevor du 28 bist, solltest du auch nicht auf Social Media rumgehen. Du hast keine Ahnung, wer du als Mensch bist oder was du vertreten willst. Und wenn du versuchst, es zu tun, dann änderst du deine Meinung sowieso alle 2 Wochen, wenn überhaupt. Wenn du erstmal 30 bist, dann kommst du auch, dann denkst du auch einfach darüber, was tragt dir überhaupt zur Gesellschaft bei? So, was tragt dir zum. Ihr macht gar nichts, ne? Diese Hotze, ne, die hat nichts getan, was in irgendeiner Form Wert hat, ne? Außer Marketing. Ab 30, da gebe ich dir recht, ab 30, 20 sickert in deinen Verstand so langsam ein, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass nicht einfach nur du bist gegen die Gesellschaft, sondern wenn du deinen Teil nicht dazu beiträgst, geht das Schiff für alle für uns unter. Vor allem ist das so einfach, ne? Du musst den Bullshit nur ignorieren und dein Portemonnaie nicht aufmachen für wertlosen Scheiß. Das ist doch alles, was du tun musst. Ja, dann hat doch sowas gar keine Chance. Ich meine,
Ja, ich meine, das ist jetzt einfacher gesagt jetzt getan. Ja. Du musst ja erstmal erkennen, was wertlos ist und was ja, nicht. Ja, aber du hattest 30 Jahre Zeit in deinem perfekten Leben. Weißt du, was hast du denn so lange gemacht? What the shit? Weißt du, wenn du 20 bist und du hast noch nichts getan und nichts geleistet und nichts gelernt, mein Gott, du bist 20, dafür ist das da. Weißt du, hier geh in die Welt, hol dir ein paar Geschlechtskrankheiten, hab ein bisschen Spaß, los geht's, weißt du? Aber wenn du 30 bist, yo, was hast du denn die letzten 10 Jahre gemacht? Aber weißt du, mit 20 und dann haben die Arschlöcher die Frechheit und verbreiten ihre Meinung im Internet, ne? Als ob die irgendwie valide wären, ne? Als ob die in irgendeiner Form Wissen dahinter steht oder sowas, ne? Als ob die einen Doktor gemacht hätten. Ja, ja. Scheiße. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Doktor in YouTube, ne? Und jetzt bin ich auf Instagram und verteile Weisheiten über Live-Coaching und so einen Scheiß, ne? Heftig, die ich aus diesem Buch von jemandem anders klaue. Ja, ja, genau. Das ist hier Top 10 List der depressiven Gründe. Nummer 1, sei nicht traurig. Nummer 2. Wow, awesome. Weil du nicht mehr traurig bist, ist das Buch zu Ende. Ja. Easy. Ja, also das verstehe ich nicht. Ich finde diesen Personenkult, aber das hat es schon immer gegeben. Ich meine, so ehrlich, ja, das stimmt. Ist Jesus? Das ist so. Das ist so. Ja, ist was? Genau das Gleiche. Jesus ist genau das. Elon Musk, Stefan Raab, Mario Barth. Das Problem ist nur, dass heutzutage jeder Schwanz, der sich für ein klitzekleines bisschen zu wichtig hält oder zu viel Selbstbewusstsein von seinen Eltern gekriegt hat, ins Internet gehen kann und versuchen kann, einen solchen Personenkult zu erschaffen. Früher musstest du dich reell mit der Welt auseinandersetzen und das Maß an Arbeit, das du da reinstecken musstest, um überhaupt auf so ein Level ansatzweise zu kommen, ist viel, viel größer gewesen. Voll. Weißt du, wenn du es überhaupt ins Fernsehen schaffen solltest. Komischerweise, diese Scheiße, ne, die kommt ja immer raus. Aber die ganzen Leute, die betroffen sind, fangen nicht an, Beweise zu sammeln, wenn dem was komisch vorkommt. Nee, nee. Weißt du, die könnten jetzt die sagen das so und dann musst du dir das glauben. Du musst einfach hoffen, dass es genug andere Leute gibt, denen das auch passiert ist. Aber eigentlich, sobald dir was komisch vorkommt, musst du direkt screenshotten, so, bis dein Handy voll ist, ne? Guck dir mal Ellen an. Ellen und ihre Drecks-Talkshow, die hat Jahrzehnte überlebt, obwohl die Nazi ist hinter der Bühne, ne? Sobald die Kamera aus ist, geht's los mit Fatshaming und sowas, ne? Ich will auch nicht sagen, dass ich ein guter Mensch bin, ne? Nee, aber alles hat so seine Grenzen. Das ist es ja. Wir sitzen hier, weißt du, wir sind eher noch aggressiver im Netz als in echt, ne? Oh, warte. Da wir sind quasi umgekehrt, ne? Die kommen, weißt du, du triffst uns, man trifft uns persönlich und so. was ist denn mit euch los, Alter? Sind euch die Eier abgefallen? Nö, wieso, Alter? Ich schreie einfach nicht ins Gesicht von Leuten, dass die Fotzen sind, wenn ich denen gegenüberstehe. Warum soll ich das machen, ne? Echt, Alter. Da habe ich noch was für dich. Ja, bitte. Als du letztens hier warst, ne? Friedhof meinte noch so, ey, wenn ihr so auch in eurem Podcast seid, ne, dann werdet ihr auf jeden Fall niemals gecancelt. Weißt du, die Art von Mensch, die ihr überhaupt anziehen würdet, der ist das so scheißegal, weißt du, ihr könnt darüber, darüber reden, dass ihr Babyleichen in der Pfeife raucht, weißt du, dass euch übertrieben heim macht und alle wären so, ja, scheißegal, Alter, das ist halt so. Ja, aber wenn es so ist, ne, das ist halt. Ja, ne? Deswegen. Der Unterschied zwischen Muttermilch und Babypuder, Milchpulver, ne. Das ist einfach so der Abgang nachher, wenn du dich durch die Bonn gezogen hast, ne, so ein Säugling. Ja. Babypuder hat so ganz weichen, so ein Schweizer Abgang. Oh, lecker. Alter. Nestle. Aber, oh Gott. das ist der Vorteil, dass wir, wenn, weißt du, wir sind nicht cancelbar, weil man kann alles über uns sagen und die Leute werden nur so, ja, und? Wissen wir halt, guck dir die mal an. das ist halt der Unterschied, ne? Wir fangen jetzt nicht einen Channel über mentale Gesundheit an und keine Ahnung. Nein. Zeigen Yoga-Posen, Scheiße, wie man sich besser fühlt. Wir sind Hater und Scheiße. Das ist das ist. Weißt du, wir kommen nicht um die Ecke und sind so, oh, meine Kleine, vielleicht solltest du versuchen, ein bisschen mehr Sauerstoff und weniger Snickers zu dir zu nehmen. Weißt du? Das gibt's hier nicht. Der Fettlappen, Alter, wird halt gemobbt, weil der zu viel Scheiße in sich reinstoppt. Wenn Gorlack der Zerstörer um die Ecke kommt, dann sage ich auch. Bring mir Solo und den Wookie. Bring mir Solo und den Wookie. Gunoji. Ne? Das ist die Sache, okay. Weißt du, aber man kann es aussprechen, ne? Und fertig, ne? Aber wenn man vorne rum auf heile Welt tut, ne? Und hintenrum der schlimmste Nazi ist quasi, ne? Ist die Credibility auf jeden Fall gone, ey. Ja, der Gefühlsnazi überhaupt, ne? Dann ist vorbei, Alter. Ja. Also, wenn du damit dein Geld verdienst, anders vor der Kamera zu sein, als du in echt bist, dann ist deine Karriere auf jeden Fall jetzt beendet. Das ist doch dumm. Sogar The Rock kriegt jetzt Hate, ne?
Weil er so ein Typ ist, der keine Persönlichkeit hat. Seine Persönlichkeit ist, Verkauf, ist Marketing. Das ist generell ein Problem. Das beobachte ich viel. Dass Menschen sich eine Persona erschaffen, von der sie glauben, dass die Menschen die cool finden. Und dann finden die Menschen die auch cool. Aber weil die nur diese Persona cool finden, die erschaffen haben und nicht den tatsächlichen Menschen, der dahinter steckt, haben die gigantische Probleme, wenn diese Persona zerfällt oder irgendwas nicht handeln kann. Weil das nicht die sind. Und dann sind die plötzlich dazu gezwungen, sich selbst zu sein. Und dann stehen die vor dem gar nichts. Ja, der fucking Marco ist ein gutes Beispiel für das, was da jetzt gerade passiert. Aber es ist ein anderes Thema. Der ist ein gutes Beispiel für alles irgendwie. Ne? Ja, nee, aber, ich weiß. Aber der fucking Rock, ne? Der ist richtig wie so ein Fähnchen im Wind, ne? Der hat irgendwie. Also erstmal marketingtechnisch, ne? Ironically. Der hat auf seinem Twitter-Account 3 oder 4 Mal schon gepostet, dass er heute zum ersten Mal In-N-Out-Burger gegessen hat. Ne? Das kenne ich. Ja, da wurde er darauf angequatscht und hat gesagt, ups, habe ich vergessen, ne? Tut mir leid. Und dann hat er als war das jetzt wegen Ukraine-Krieg oder wegen einer Naturkatastrophe? Ich glaube, wegen einer Naturkatastrophe auf Maui oder sowas, ne? Was so seine Herkunft auch widerspiegelt. Da haben er und Oprah so ein Charity-Projekt aufgemacht und die haben beide jeweils 5 Millionen. Ja, die haben beide jeweils 5 Millionen gespendet, ne? Und gesagt, hier spendet auch, ne? Ne? Und dann haben ein paar Hater-Fans halt geschrieben, so spendet ihr nur 5 Millionen, ihr habt Milliarden auf dem Konto, ist für euch nichts, ne? Und ja, das stimmt, ne? Ja. Allerdings sind 5 Millionen jetzt auch nichts, ne? Und der Rock hat sich dann wirklich in einem Statement dafür entschuldigt, dass es nur 5 Millionen sind und dass es sich bessern wird in Zukunft. Und ich denke mir so, Bruder. Ja, genau. Das ist Wörtergier, Alter. Das ist wieder Gaming-Stuhl, Wörtergier-Dings, das wir vor 10 Folgen mal angesprochen hatten, wo ich gesagt habe, ihr habt kein Rückgrat, ne? Ihr habt kein Rückgrat, ne? Steht doch zu dem, was ihr macht, ne? Und fertig, Alter. Wie kann man 5 Millionen spenden, sich dann dafür entschuldigen, dass man das falsch gemacht hat, weil man nicht mehr gespendet hat? Weil es eine Puppet ist. Das ist einfach nur eine Puppet von Publicity-Leuten, die dem sagen, hier, das darfst du so nicht machen, das musst du anders sagen. Ich glaube nicht mal. Prozente bei Mexikanern runter. Ich glaube, das ist einfach in seinem Gehirn so einprogrammiert mittlerweile. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass du das, also, ich meine, guck mal, basically ist er jetzt ja Schauspieler und vorher er auch als Wrestler. Ja. der ist so. Wrestling ist nicht echt. Jeder weiß, dass das nicht echt ist. Das ist wie Marco und ich, wir haben das früher ja geguckt und haben wir ganz, ganz klar gesagt, das ist für uns das Gleiche wie für andere GZSZ, ne? Ist einfach so. Das ist, ja, die Themen sind identisch, ne? Das sind nur einfach ein Haufen leicht homoerotischer Typen, die sich gegenseitig bespringen, ne? Wrestling gleich Daily Soap. Ja, ist so. Ist echt so. Kennst du nicht die South Park-Folge, wo sie da so ein Backyard-Wrestling machen und dann ist es eigentlich so eine spanische Soap-Opera? Oh, ja, stimmt. Ja, exakt das. Das ist richtig. Wo Carmen sich als diese ganzen Bitches verkleidet, die dann fremd sind. Ja, genau. Und dann riecht sich diese alte Perverse auf, dass es kein echtes Wrestling ist, ne? Ja, richtig. This is real wrestling. This is real wrestling. You're gay. Ja, echt. Das der, weil der so Fotos von kleinen Jungs in so Unterhosen auf dem Handy hat, ne? Ja. Was ja legit Wrestling ist. Aber na gut. Ich hab auf meinem Rechner hier keinen Adblocker aktuell. Was dazu führt, dass ich ab und zu halt vor YouTube, ja, ich weiß, dass ich vor YouTube so kurze Werbespots halt kriege, ne? Oh mein Gott. Und jetzt, oh ja, oh mein Gott. Jetzt kriege ich einen Werbespot von der Firma Bonduelle. Was hat die, also, ich erkläre, was passiert ist. Ja, dieser Werbespot an sich ist nur 5 Sekunden lang. Und was Bonduelle an sich versucht hat, mir zu verkaufen, sind diese Essen, die du einfach in die Mikrowelle stecken kannst, weißt du, dieses Mikrowellenessen mit Reis und ein bisschen Gemüse und fertig. Ja, klar. Ne? Ja. So. Und Bonduelle besitzt die Frechheit, in diesem Werbespot anzufangen mit, hey, es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht weißt, was du essen sollst. Puff! Dann kommt dieses komische neues Ding, was die haben. Bonduelle-Musik. 5 Sekunden. Und ich war so nach 2 Sekunden, nachdem ich höre, es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht weißt, was du essen sollst. Ich so Pause. Was ist das denn? Was soll das heißen? Das ist nicht meine Schuld, wenn ich nicht weiß, was ich essen soll. Ist es nicht meine Schuld? Ja, Mann, es ist verfickte Scheiße nochmal Bonduelles Schuld. Was zur Hölle? Die tun so, als wäre es plötzlich nicht meine Schuld, wenn ich nicht wüsste, wenn ich in den Supermarkt gehe, mir aussuchen kann, was ich will, ohne irgendwas töten zu müssen, ohne irgendwas
keine Ahnung, herstellen zu müssen oder so. Du willst einen Joghurt essen? Kein Problem, kauf diesen Joghurt einfach und stopf ihn in dich hinein. Du weißt nicht, dass du den Joghurt essen möchtest? Keine Ahnung, geh los und finde es heraus. Es ist keine unüberwindbare Aufgabe. Aber Bonduelle hat es in diesem Moment so klingen lassen, wie, als wäre das nicht meine Schuld, nicht mal grundsätzlich lebensfähig zu sein, indem ich mir nicht, weißt du, what the fuck? Ja. What the fuck? Ja, ist nicht deine Schuld, bitte. Es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht trinken kannst. Ja, ist nicht deine Schuld, wenn du vergessen hast zu atmen. Ja, what the fuck, Mann? Hier ist die neue Abnullmaske von Bonduelle. Ja, genau, die neue Abnullmaske von Bonduelle. Weißt du warum? Das ist. Ich verstehe es nicht. So weit sind wir, dass das als Werbespot bei Leuten funktioniert. Ich meine, ich werde nur passiv-aggressiv. Und ich werde sehr aggressiv darüber, weil das eine absolute Frechheit ist. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich davon jetzt nicht so getriggert, aber ich gucke auch einfach. Oh, doch. Ich kriege einfach keine Werbung. Ja, okay. Aber es geht um diesen Grundsatz. Verstehst du? Leuten ja, einfach abzusprechen. Hey, du weißt sowieso nicht, was du willst. Ja, kauf dir einfach was Fettiges. Genau, richtig. Soll's. Denk gar nicht drüber nach so. Das direkt wegzunehmen, zu sagen so, hey, weißt du, Nachdenken ist anstrengend. Vor allem, wenn es über sowas Simples geht, wie was man gerne essen möchte. Ich glaube, am allerliebsten würden die ins Kühlregal so eine Schale legen, weißt du, vorne so eine Pappe drauf und dann ist da einmal das Bonduelle-Logo, einmal steht da Essen drauf und einmal steht da 5,99 Euro drauf. Und das ist alles, was du wissen musst. Ja. Und mehr soll da gar nicht draufstehen. Hier Geld, da steht gar kein Betrag. Weißt du, du schmeißt einfach da alles rein und dann kommst du. Eine Rationsmarke oder so immer. Ja. Eine Bonduelle-Marke. Nein, genau. Idiocracy, Alter. Die Firma Bonduelle, ey. Komm aus Frankreich, wer hätte es gedacht? Ja, ist das so? Ich dachte, das wäre eine deutsche Firma. Ich dachte auch immer, dass die nur Möhren und also Möhrchen und Gemüse. Erbsen ja, die Zeit in Gläsern verkaufen. Ne? Ausschließlich diese beiden Sachen. Ich kannte auch nur diesen tanzenden Bonduelle-Mais, aber. Ah, Mais, ja. Bonduelle. Nee, die kommen aus Frankreich. Da ist der Hauptsitz. Ach. Die sind ja 1853. Ja, das ist dann eine sehr alte Firma. Ein bisschen länger, ne? Ja. Aha, also haben sie die deutsche Besatzung doch überlebt. Ich schwöre dir, das wäre heute unsere Schuld, wenn wir nicht wüssten, was wir essen. Wenn wir das nicht geschafft hätten. Lunch Bowl heißt das. Hier sehe ich es. Verfickte Kacke ist das. Das ist legit auch nur, das ist einfach nur Reis mit ein bisschen Bonduelle-Gemüse drin. Da hat sich nicht mal einer Mühe beigegeben. Das sieht richtig räudig aus. Was mich immer aggressiv macht, ist, wenn ich auf dem Lokus sitze und durch Instagram Reels swipe, ne, wenn dann ein deutsches Reel kommt und dann kommt direkt so ein Mädel oder so ein Junge und fängt an mit: Hallo ihr Lieben, heute habe ich dann. Krieg ich direkt so einen Hass-Swipe, ne? Weißt du, wo das Handy fast gegen die Wand fliegt, so. Halt dein Maul, Alter! Du kennst halt mich nicht! Maul. Oh mein Gott. Und egal, was du gleich sagst, es ist überflüssig. Hallo, ihr Lieben, heute habe ich den Eyeliner gemacht. Bam, halt die Fresse! Ich weiß, was du meinst. Ja. Diese Shorts und Reels sind echt gefährlich, Alter. Das ist sofort weißt dieser Fake-Shit, wo direkt mein Radar angeht. Bullshit, bam, Scam. Ja, halt nicht. Bam, Scam. Ja. Ja, legit ist das ist auch wie South Park, weißt du, wo ich glaube, ist das Jimmy, der die Fähigkeit hat, diese Werbung, also das ist indirekte Werbung. Ja, das ja, ist ja, das ist indirekte Werbung, das ist echt Artikel. Genau. That's an ad. It's basically genau that's das Gleiche. Ad. Ja, that's an ad. Das ist heftig, ey, also diese Werbung, ne, ich sehe das sofort, ne, und dann werde ich aggressiv von. Ja, weißt du jetzt auch, ich weiß jetzt auch warum. Bonduelle hat es geschafft, mir zu zeigen, was an der aktuellen Marketing, weißt du, da ist irgendwas nicht richtig bei den Leuten. Die gucken sich an, was ist das größte menschliche Problem, was wir ausbeuten können, damit die Leute unseren Bonduelle-Scheiß kaufen, der Alter. Bonduelle-Effekt. Ah, ich weiß, der Bonduelle-Effekt, wenn es nicht mehr deine Schuld ist. Ich meine, irgendwie müssen ja Profit für die Shareholder erwirtschaften, ne? Und ich meine, du kannst ja nicht immer die Packung kleiner machen. Irgendwann hast du halt nur noch eine Erbse und einen Korn Mais, ne? Und das kannst du dann nicht mehr verkaufen, ne? Ich meine, das ist keine Magie. Du machst bessere Produkte und gehst runter mit dem Preis. Dann kaufen die Leute deinen Scheiß mehr. Ja, ich weiß, es klingt counterintuitive, aber wer hätte es gedacht, dass du das einfach ausrechnen kannst, dass wenn du eine Dose 1,20 verkaufst oder zwei Dosen 70 Cent,
du auf jeden Fall 20 Cent mehr machst. Ich meine, du musst eine Dose mehr auftreiben. Aber du bist Bondo, ey, verfickte Scheiße. Das ist ein Monopol auf Dosen. Das ist gar kein Problem. Ja, ja, ja. Ich meine, heutzutage ist es ja eher so, wenn du jetzt Bonduell in den Arsch ficken willst, dann machst du auch eine Firma auf für so Gemüse. Und dann verkaufst du einfach das sehr guter Qualität zum sehr billigen Preis, so lange, bis Bonduell pleite ist oder du die aufgekauft hast. Und dann schraubst du die Qualität ganz nach unten und den Preis nach oben. Zack, gewonnen, Amazon. Weißt du? Ah. Der Amazon-Weg. Der Amazon-Weg. Einfach alle wegkaufen. So wie das mit den Delivery-Apps auch ist, weißt du? Die Schwachen werden von den Starken gefressen, aber im Endeffekt hat noch niemand Geld verdient damit. Ist so, ey. Ne? Bis ein einziger übrig bleibt. Ja, bis einer, zwei überbleiben. Ne? Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Der zieht dann die Daumenschrauben an. Und wenn die realistischen Preise keinen triggern zum Kaufen, dann gehen die halt pleite. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich da so drauf aufgehangen. Ja, das ist nicht deine Schuld, wenn du nicht weißt, was du essen sollst. Ja, ist nicht deine Schuld, Skalbe. Es gibt einfach. Es fühlt sich aber so an, als wäre es meine Schuld. Es gibt einfach unendlich viele Sorten Erbsen und Möhren, dass du einfach. Du kannst gar nicht. Der Laden nicht lang genug auf, dass du dir über alle Gedanken machen kannst. Weißt du? Weißt du, weißt du, wessen Schuld ist? wer wirklich keine Schuld hat, wenn er nichts zu essen kann? Oliver Twist. Weil das ein Waisenjunge ist. Und wenn der fragt, ob er noch ein bisschen Brot haben darf, dann kriegt er einen Tritt in die Fresse. Das ist nicht seine Schuld, wenn er nicht weiß, was er essen soll. Ja. Aber vom Bonduell, die Frechheit, weißt du, das einfach zu behaupten, von irgendjemandem, der wahrscheinlich gerade eine fettige Tüte Chips und irgendein Eiscreme-Sandwich in sich hineinfrisst, während er das in seinem Bett guckt. Nee. Das ist... Da ist irgendeine Grundungerechtigkeit in diesem Statement, die ich noch nicht ganz auseinandergepflückt habe, aber wir sind auf der richtigen Spur. Ja, aber es sind schon mal die Franzosen schuld. Oh ja. Okay, gut. An Welthunger sowieso. Nestle ist doch auch französisch, oder nicht? Nestle ist Schweizer. Wusstest du es nicht? Oh Gott. Ja, google mal schnell nach. Ich dachte, es heißt Nestlé. Ja, es heißt ja auch Nestlé. Oh, das kommt tatsächlich aus der Schweiz, ja. Ja, sag ich doch. Die Schweiz ist böser, als man denkt, Alter. Die beherbergen das ganze Oligarchen- und Drogengeld und die haben Nestlé. True, true. Ja, das ist die Schweiz. Bis hinten unter der Ohr. Ja, guten Tag. Nestlé, ja, tatsächlich. Also, wenn man das so sagt, klingt das viel zu gut. Also, als wäre das irgendwie sowas wie ein Törtchen oder sowas. Weißt ja, du? Nestlé, Törtchen klingt so wie Yes-Törtchen, ne? Nestlé. Die auch von Nestlé sind. Ja, ja. Alles ist von fucking Nestle. Ja, traurig. L'Oreal. Oh ja, oh mein L'Oreal Gott. Gehört zu. Ah ja, das. Zur Hälfte Nestle. Das ist die Chart. Nescafé. Oh ja, brauchst du gleich gucken. Ich hab mal ChatGPT gefragt, ob die mir alle Firmen auflistet, die zu Nestle gehören. Ja, und hat sie aufgegeben. Im Ernst. Shall I continue? Never mind. Eine Liste von 20 gemacht, dann wollte ich noch mehr wissen. Hat sie noch eine Liste von 20 gemacht, dann wollte sie nicht mehr. Oh Gott. Wonka? Es gibt eine Firma, die heißt Wonka? Die machen Wonka-Chocolate und so? Ja, klar. Yeah. What the fuck? Die starten halt. Ja. Ja, die starten. Ja. Ich habe das aktuelle John Oliver noch nicht gesehen über Libraries. Nur den Anfang. Ja. Wo er erklärt, so, ja, du kannst da alles ausleihen. Teleskope, Mikroskope, ja, also, Raketen. So geht's aber nicht weiter. Es geht eher weiter darum, wer da Einfluss auf die Büchereien hat und dass die ganzen Hardcore-Rechtskonservativen da irgendwelche Bücher verbieten wollen, zum Schutz der Kinder. Ah ja, stimmt. Obwohl diese Bücher weder in der Jugendabteilung noch in der Kinderabteilung zu finden sind und manchmal auch gar nicht. Ja, ne? Die wollen Bücher verbieten, die da gar nicht sind. Ja, ja, genau. Und dann hatte eine Bibliothekarin, die da den Laden leitet aus Idaho, ne, so ein Interview gegeben und der gesagt, die hat ihren Posten geschmissen, ne, weil die Leute bei ihr zu Hause aufgetaucht sind, ne, mit knarrem Anschlag und alles, ne. Und das war nämlich genau die Bücherei, wo die den Verbot, die haben verlangt, dass 400 Bücher von der Liste aus dieser Bücherei verschwinden, ne? Also quasi, ne, dass die nicht zugänglich sind, ne? Aber die waren sowieso gar nicht in der Bücherei vorhanden. Ist ja geil. Ne? Und dann, machen die so viel Druck, ne? Ist das mit den Nazis nicht auch so gewesen? Angefangen mit Bücher verbrennen und verbieten und shit? Ja, ich glaube nicht, dass so angefangen. Die sind einfach reingegangen und gesagt, du nicht, du nicht, du nicht. Und dann haben sie ein Feuer angemacht. Naja, okay. Aber das waren andere Zeiten. Das kannst du halt heute nicht mehr so machen. Aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Ja, aber die würden das ja gerne so machen, ne? Wo das Schlimmste von allen dann eigentlich die Bibel ist, ne? Das hat ja so ein Typ gebracht, ne? In Michigan oder sowas. Ne? Auch in der Schule, in so einer Schulbücherei. Das gibt's ja da auch.
ist das ja auch so ein Thema, ne? Ja, gibt's ja auch. Dann alles, was queer ist und so, ne, muss aus der Bücherei verschwinden, ne, wegen sexueller Inhalte. Und dann hat er gefordert bei so einem Schoolboard-Meeting, ne, dass dann, er hat ein paar Passagen aus der Bibel zitiert und gesagt, das hat in der Bücherei nichts verloren. Das ist nicht kindgerecht, ne? Und hat tatsächlich recht bekommen. Ach krass. Ne, und da hat die Schule das aus der Bücherei geschmissen, ne? Ja, vernünftig. Ja, ist auch so, ne? Also, ne, gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle, so sehe ich das auch, ne? So ist das dann, Alter. Wobei das nicht immer funktioniert, ne? Behinderten kannst du nicht auch einfach sagen. Gleiches Recht für alle, Digga, keine Rolltreppe ist hier. Immer zu, wie du das 30er-Set hier runterkommst, ey. Schon Half-Cap. Gestern ist mir ein Zusammenhang aufgefallen. Also heute heißt das ja nicht mehr irgendwie Personalabteilung oder Leute, die sich halt um so einen Scheiß, sind Human Resources. Ja. Nennt man das vielleicht auch schon länger, ne? Ja, schon. Ich war so, naja, ich so, ist Slavery nicht basically auch Human Resources? Ja, klar, natürlich. Nur noch krasser, weil du also, halt keinen Gegenwert hast, also in Form von Bezahlung. Ah, okay. Aber es geht ja um die Ressourcen, weißt du? Menschen der sind Mensch Ressourcen. Als Ressource, genau. Ja, genau. Also Slavery basically just human resources. Ja, exakt. Das erste HR-Department, ne, war basically das. War basically so Sklaverei. Halt, der Sklave braucht mindestens noch 5 Monate, bis der fertig ist. Ja. Kommt zurück. Den kannst du haben, aber noch, muss vorher 80 Kilo Reis in den reinschaufeln in den nächsten 2 Jahre, damit der brauchbar ist. Darf ich arbeiten? Nein, du musst wachsen. Geh zurück ins Bett. Geh zurück in den Schweinschleif. Und das andere ist halt Weltkulturerbe. Na, das sind ja Menschen, das sind doch Dinge, die halt zur Weltkultur halt beigetragen haben. Lässt sich nicht sagen, dass quasi jede Kultur auf diesem Planeten ab einem gewissen Punkt Sklaven hatte? Warum ist Sklaverei nicht Weltkulturerbe? Ich meine, nur weil uns das nicht gefallen hat? Ja, das stimmt. Ich meine, der Hälfte hat das auf jeden Fall gefallen. 100%ig, nur halt der andere nicht. Also zwischen 33 und 45 haben hier in Deutschland die Industriellen aber hart davon profitiert, dass sie ziemlich günstige Arbeitskräfte bekommen haben. Hart würde ich ein bisschen untertreiben noch. Ja. Und günstig würde ich auch nicht unbedingt sagen, wenn es umsonst heißt. Gratis. Gratis. Noch ist es gratis. Oh, was, Herr Hitler, was müssen wir denn dann für Sozialabgaben zahlen? Ihr müsst ein flaches Loch ausbuddeln. Das war's. Für die Rente halt. Das ist nun mal eine Sozialabgabe. Vielleicht noch ein Kanister Benzin so. Das war's, ne? Ja, aber du hast schon recht, ne? Also alle haben irgendwie Sklavenhandel am Start gehabt, ne? Also warum ist das kein Weltkulturerbe? Aber es ist halt jetzt auch nicht so ein Gegenstand, ne? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht du kannst jetzt nicht so ein Dorf Sklaven in Deutschland halten und sagen, das ist Weltkulturerbe, die müssen so sein. Die Vorstellung ist richtig. Dann bauen die da von Hand Baumwolle an oder Weed oder so, ne? Nicht, weil sie es müssen, sondern weil das ist wie in einem Museum. Ja, genau, wie in einem Museum. Ja. Aber die müssen das halt machen. Und zwar, das sind keine Schauspieler, die müssen so leben, weil die sind Weltkulturerbe, ne? Und da müsst ihr gucken, wenn die Touristen dann so im ersten Stock über ihre Balustrade rübergucken, ne? Und sich angucken, was die so machen, ne? Und sich am Ende gratis so ein Sweatshirt mitnehmen oder sowas. Oder ein iPhone. Das ist ja richtig, was der Baumwolle ist von der Plantage. Ja. Oder ein iPhone, ja, genau. Ist das so einem Sweatshop? Frau Schneider, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Halt die Fresse im Buku. Frau Duck, das mache ich nicht gerne, aber ich bin halt Historikerin, weißt du so. Ja, richtig. Wir müssen hier akkurat der Geschichte treu bleiben. Genau, wir müssen der Geschichte treu bleiben, genau. Ja, jetzt kriegst du kein Wasser, jetzt verpiss dich. Ja, Frau Annie the Duck, machen wir. Oh mein Gott. Nein, natürlich. Natürlich bauen wir ihr Handy wieder zusammen. Hier wird meine nachhaltige Kosmetik hergestellt. Und dann so ein nachhaltige Kosmetik, Alter. Einfach so ein Junge, der Palmöl von Hand presst oder sowas.
DJ, warte, DJ Flamingo habe ich noch was zu. DJ Flamingo, ja. Frithjof meinte so, oh, der arme Junge kam mir vorhin entgegen und war am Fahrradfahren und war dabei am Vapen. Und ich so, wow, Alter. Fahrrad am Vapen, ey. Na, was hat der gewaped, hä? Irgendwie, Frithjof so, ich weiß nicht, ich konnte es nicht riechen, genau. Aber ich so, es war bestimmt so KFC oder Salat. Ich wollte so, gerade so, Bacon sagen, ja. Ja, richtig. Das ist der gleiche Gedanke. Es ja, ja. ist bestimmt irgendwas richtig Ekelhaftes. Aber kannst du das einfach kaufen? So Brathähnchen Liquid? Weiß ich, nee, eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die kannst du. Poop-Liquid? Was? Aber es gibt Poop-Ice-Cream. Ja, also du kannst dir im Prinzip alle möglichen Lebensmittel aromen, wenn die frei sind von irgendwie Chemie. Kannst oder du, Aromen halt. Generell, dampfen, einfach, ne? Wenn ich das bestelle? Ja, es gibt so Shops, die verkaufen dir so Eisaromen, ne? Für Eis halt. Ja, genau, Eis richtig. Ne? Für Lebensmittel. Und diese Aromen kannst du mit in Liquid reinmischen und kannst du vapen. Oh shit, Mann. Ich habe mal einen Typen gesehen, der hat so Poop-Aroma in Auftrag gegeben. Ja. Weil der Eiscreme herstellen wollte, als Marketing-Gag, ne? Ja. Die halt nach Scheiße schmeckt. Toll. Und das haben die gemacht. Ja. Weißt du, es werden halt einfach bezahlt. Haben eine Chemikalie entwickelt, die halt legit einfach nach Scheiße schmeckt. Schön. Aber verzehrbar ist für den menschlichen Verzehr. Wer hat da denn. Das wäre ja was. Wer hat da die Qualitätskontrolle gemacht? Weil ich meine, du musst den Originalgeschmack irgendwo haben und dann musst du ja testen, ob das genauso schmeckt. Ja, ich glaube, also, es reicht, wenn das die gleiche chemische Struktur hat. Meinst du? Aber du musst doch irgendwie, weißt du. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es einen armen Tropf, der das alles probieren muss. Musst du halt so nach dem Motto. Das ist, lebensmittelkonform, Walter. Aber hier steht Klobürste drauf. Du, irgendjemand wollte es haben, irgendjemand muss es probieren. Los geht's. Oh, wird schon schlecht, Alter. Ja, naja, in dem Marketing-Ding zeigen sie zum Schluss so einen Asiaten, der halt diese Eiscreme isst und fragen ihn so, jo, wie schmeckt es? Ja, nach Scheiße. Ja. Amazing. Woher weiß man das? Ich meine, du kannst sagen, dass es schmeckt so, wie Scheiße riecht, aber wenn du sagst, das schmeckt wie Scheiße, dann. Ja. Aber will man das machen? Keine Ahnung. Wenn du mutig bist. Wenn du ehrlich bist. Aber theoretisch. Aber, wenn du Wissenschaftler bist. For science. For science. Obwohl, aber Japaner, ne? Das ist ne? Schon mal gut zu wissen. Weil. Ja, gut. Also, die gute alte Antwort für alles. Ja, die gute. Two Girls, One Cup, ne? Wahrscheinlich hat er daher die Idee. Es gibt Fetisch für alles. Aber das ist ja gut zu wissen, dass es tatsächlich dann geht, dieses Liquid. Weil das wäre doch ein super Streich, oder nicht? Wahrscheinlich ja. Wenn du jemandem so eine Elfbar gibst und er inhaled das erste Mal. And you just literally inhaled poop. Amazing. So wie die, du kriegst ja auch von Jelly Belly so eine Harry Potter Version. Weißt du, die dann nach, ach, stimmt, in Anführungszeichen nach alles schmeckt, ne? Ja, und dann schmecken die entweder nach Zitrone oder Ohrenschmalz. Oder nach Tutti Frutti oder Kotze. Und so, Kotze, ich meine, wenn du sowas als Vape-Serie rausbringst, ne, bringst, ne? Gibt's das nicht schon? Come on. Glaube ich nicht. Harry Potter Vapes. Stell dir vor, Harry Potter Duke würde vapen, ey. Vape. Das ist was anderes. Ich hätte das more specific googeln sollen und nicht einfach nur Puke und Vape. Wieso siehst du Leute kotzen beim Vapen? Ja, das erste ist, why do I have to puke when I vape? Ah. I don't know, man. Vielleicht machst du es falsch. Vielleicht ist das denn der angestrebte Geschmack für seinen Organismus. Wenn er schon nach Kotze, schmeckt, dann muss er nicht kotzen. Ansonsten muss er halt selber flavern. Ich habe noch News aus Indien, beziehungsweise Russland. Oh Lord. Indien, beziehungsweise Russland. Und zwar, es gibt anscheinend in Indien Arbeitsagenturen, ne, die Leuten Arbeit in Russland vermitteln, weil die den Indern verklickern, dass es in Russland besser ist als in Indien. Ne? Mm. Und jetzt sind 7 indische Freunde auf der Suche nach Arbeit nach Russland gegangen, zum Neujahr hin. Ja. Und aufgrund von Einreiseverstößen wurde denen 10 Jahre Haft angedroht in Russland, sie gehen an die Front. Ach lol. Und dann, ein paar Wochen später, kam die nächste Videomessage von denen. Die sind jetzt 1 Kilometer von der aktiven Front in der Ukraine entfernt. Und die wissen nicht, wie sie nach Hause kommen. Lol. Und anscheinend geht das tausenden Indern so.
die einfach quasi, das ist eigentlich Menschenhandel, das ist indischer Menschenhandel. Ne? Warte mal, du erzählst mir, Russland benutzt über solche Propagandamittel basically einfach Proxy Leute, Soldaten, Proxy-Soldaten? Ja, nicht mal richtig, ne? Also die Menschenhändler, die Schlepper, die sitzen quasi in Indien, ne? Das sind Inder. Die versprechen denen Arbeit. Die sagen, ja, wir würden gerne arbeiten in Russland, ne? Und dann gehen die rüber nach Russland, ne? Und dann sitzen die im Hotel oder was auch immer. Und dann wird denen irgendwas vorgeworfen. Die können nicht nach Hause gehen, außer sie verpflichten sich als Soldat zu dienen. Ja, und dann werden die da verbrannt. Ja, genau. Dann werden die an der Front verbrannt. Alter. Von unseren Waffen. Das ist halt, aber warte mal. Das ist ja richtig krank. Das heißt also, die haben schon gar keine Leute mehr. Russland. Oder was ist da los? Oder ja, was sind das für Mittel, ey? Das ist immer die Frage. Man weiß nie genug, wie viel Leute Russland hat. Laut Expertenzählungen und so weiter haben die mittlerweile ungefähr 300.000 schon verloren. Ja, das habe ich gehört. Aber die sind auch noch mehr Säcke nachbestellt. Ne? Ja. Aber meine Frage ist halt so, die haben gar keine Moral und gar keinen Grund für dich zu kämpfen, außer dass sie liquidiert werden, wenn sie es nicht tun. Aber das heißt nicht, dass ich das effektiv tun muss. Nee, das liegt an der, Militärstrategie von Russland. Das war nämlich schon immer bei Russland so, dass die auf Masse gesetzt haben. Viele Leute, viele Panzer, viele Material, alles nach vorne, weil irgendwann haben sie den Feind quasi, aber hat ja nichts mehr. Ist nichts mehr über bei denen, ne? Aber Russland hat noch was. Das ist heutzutage halt ein bisschen anders. Weil du halt mit einer Drohne oder sowas direkt 1000 Leute auf einen Schlag umnieten kannst, ne? Ja. Und Russland versucht einfach mit Händen und Füßen Leute irgendwie an die Front zu kriegen, die dann in irgendeiner Form eine Waffe halten und in die richtige Richtung schießen, bevor sie sich selbst abknallen. Das ist ja mega sick, Alter. Das ist mega krank, ist das. Das ist richtig krank. Da kriegen wir halt nichts mehr mit, ne? Von so einer Scheiße. Nee, ich meine, ich bin sowieso der Überzeugung, dass wir in einer Zeit leben, in der du nur noch akkurate Informationen von etwas haben kannst, wenn du dich damit intensiv auseinandersetzt und selber auf die Suche gehst nach validen Daten. Aber wenn du einfach nur frisst, was dir gegeben wird, dann ist alles, woran du glaubst, wahrscheinlich Bullshit. Das Problem ist halt, du kannst auf dem Weg so vielen Rabbit Holes verschwinden, ne? Und bevor du merkst, dass du in einem bist, musst du erstmal wieder den Weg rausfinden. Also so entstehen ja auch Verschwörungstheorien, ne? Vor allem, wenn Leute dann auf eigene Faust suchen, aber eigentlich zu dumm sind dafür, das zu tun. Und dann finden die auf einmal irgendwie eine Lösung, von der die immer schon mal dachten, dass sie echt wäre. Und die sie schon mal gehört haben. Hast du den Confirmation Bias und willst, dass das echt ist. Genau. Ja. Das ist ja das Problem. Eigentlich müsstest du hinfahren. Du hast vollkommen recht. Und Interviews führen. Und zwar von jedem, der da ist. Ja, das ist, was Dave Chappelle gesagt hat. Weißt du, Chappelle meinte so, ihm ist klar geworden, dass sein Leben eigentlich ganz anders aussehen müsste und sollte. Als ihm klar wurde, dass jede Information, die er kriegt und jemals gekriegt hat, secondhand ist. Weißt du? Ja, ist wie viel Information, von der du glaubst, dass die Welt ist, ist eigentlich second oder third hand, aber nicht irgendwas, das du selber gesehen und mitgemacht hast. Ist so. Weißt du, das ist nur ganz, ganz wenig. Selbst wenn du Verwandte irgendwo hast, ne? Und du rufst sie an und fragst die, was ist da passiert? Selbst dann kriegst du ein verzerrtes Bild. Ja, second hand. Exakt, so. Genau. Ja, immer. Und ich glaube, diesen Punkt, den du vorhin aufgegriffen hast, zu sagen so, du versinkst dann in so einem Rabbit Hole und dann weißt du auch nicht mehr, was die Truth ist, weil niemand dir beigebracht hat, auf der Suche nach der Wahrheit zu gehen. Ich habe das vor ein paar Jahren schon gesagt, dass ich glaube, dass Generation Z und alle, die da drunter kommen, denen geht es so scheiße, weil denen zwar das Wissen der Menschheit gegeben wurde, weißt du, ihr habt ja das Internet, hier könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Aber niemand hat euch jemals beigebracht, wie ihr damit umzugehen habt. Das ist wie wenn du einem Toddler ein Laserschwert gibst. Weißt du, und dann beschwerst du dich, dass das zum Schluss keine Beine und Arme mehr hat. Und du bist so, oh, warum hast du denn jetzt keine Arme und Beine mehr? Hör, wieso kannst du denn jetzt nicht arbeiten gehen? Warum fühlst du dich denn traurig und hast keinen Bock mehr auf Leben? Ja, no shit. Weißt du, ich kann mir vorstellen, woran das liegt, wenn du Quadruple amputiert bist. Das ist ein seltsamer Vergleich. Aber ich weiß, was du meinst. Du verstehst, was ich meine. Naja, klar. Da gehört halt auch eine gewisse Bildung zu, wenn du das Internet korrekt benutzen willst. Ne? Weil du kannst ja viele Sachen durch wissenschaftliche Erkenntnisse validieren. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten, rauszufinden. Oder einfach nur durch, ich gucke mir mehr als einen Artikel an zu diesem Thema. Ja, das ist ja schon mal Punkt 1. Ne? Aber du könntest natürlich die Mühe machen und dich durch jede wissenschaftliche Dissertation selber durchlesen.
und dir eine Meinung bilden, ne? Aber das macht keiner. Ne? Nee. Weil du dann gar nicht, weil das so kleinteilig ist, ne? Auch wenn das korrekt ist, ne? Aber es ist kleinteilig und für den normalen Menschen einfach irrational viel zu. Tedious. Ja, tedious, genau. Das wäre für mich genauso. Ne? Du, ich mach das mit AI jetzt. Weißt du, wenn ich einen Artikel hab und ich bin so, oh ja, können wir gleich und du in die AlphaFold 3, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die haben vor 2 Wochen, nee, das stimmt gar nicht, vor 2 Tagen haben die das released. Aber dazu gleich mehr. Wenn ich einen Artikel habe, ich kopiere das da einfach rein, sag hier, mach mir ein TDLR und dann lese ich mir das durch und dann dauert das 1 Minute, anstatt 15 diesen Artikel durchzuforsten. Aber du hast schon recht, weißt du, wenn ich jetzt sonst die 15 Minuten diesen Artikel lesen müsste, nur über dieses eine kleine Ding und dessen Meinung über dieses eine Ding Bescheid zu wissen und ich vielleicht noch 4 mehr bräuchte und dann 1 Stunde meines Lebens da rein investiere, nur um herauszufinden, warum, keine Ahnung, Schuhe in Indien jetzt 20 Cent weniger kosten als hier. Da kommst du in der Stunde nicht mehr hin. Dann ist das nicht rentabel. Nee. Du müsstest im Prinzip da anfangen und die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Indien kennenlernen. Und dann müsstest du gucken, was in der Provinz ein normaler Stundensatz an Arbeit ist. Ja. Und dann müsstest du gucken, wie viele Schuhe werden da produziert. Ne? Und wo kriegen die ihre Ressourcen her? Und so weiter. Das ist ein ewig langes Pensum, was du abarbeiten müsstest, um eine korrekte Information zu bekommen. Oder du gehst hin und fragst einen. Ja, selbst dann. Genau, eigentlich musst du hingehen und selber arbeiten. Du musst hingehen und selber so eine Schuhfabrik aufmachen. Dann weißt du es. Ganz genau. Das ist der einzige Weg. Weißt du, aber das dauert 20 Jahre. Ne? Und so viel Zeit hast du nun mal nicht, wenn du einen Typen auf YouTube flamen willst in den Kommentaren. Ne? Ja, das geht halt einfach nicht. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, dass ich eine Klempnerausbildung gemacht habe. Weil ich weiß, wie das ist, wenn du auf der Baustelle arbeitest. Wie der Arbeitsablauf da aussieht. Weißt du, was für ein Leben das ist, wenn du das lebst? Ja. Das hätte ich, weißt du, in meinem Berufsfeld, was ich jetzt mache, hat das keiner. Weißt du, für die ist das unvorstellbar, irgendwie sich das vorzustellen, einfach nicht morgens aufzustehen und im Büro zu gehen oder, weißt du, sich dreckig zu machen oder so für die Arbeit. Das wird enden wie bei South Park, wo keiner mehr einen Handwerker findet. Ja, ganz genau, weißt du, der Handyman. Der Handyman, ja. Keine Handymans mehr. Ich hab auch gedacht, weißt du, wo ich die Folge gesehen habe, war ich auch so, hab ich ein Schwein gehabt, Retroperspektiv, ne, dass ich das einfach, weißt du, so, ja, hier, ich mach das. Du weißt, wie man Dübel in die Wand haut, ne? Nicht nur das, weißt du, dass ich auch Sachen mal aus der Wand rausgeflext habe. Ja. Weißt du, dass ich draußen Sachen gebuddelt habe, dass ich weiß, wie ein Haus gebaut wird, basically. Ja. Oder zumindest vorstellen, ich weiß, wie die Abläufe sind. Na, und du weißt, einfach so, du weißt, es ist nicht ein Loch zu buddeln und dann eine Mauer drauf zu mauern auf den Sand. Richtig, du brauchst ein Fundament und dann brauchst du Anschlüsse ans Netz, weißt du, und alles andere auch noch. Und das ist nicht einfach, oh nein, ich dachte, Häuser tauchen einfach hier auf und dann kaufen wir die und dann bestelle ich einfach auf Amazon und dann liefert die Drohne mir die auf mein Grundstück. So eine kosmisch riesige Drohne, die wird vom Satelliten da runtergeschossen, Alter. Boom, wir schaffen Wohnraum, aber schon zu Hause. Kommt da so eine Doppelhaushälfte aus der Atmosphäre runtergeballert. Boom! Wie bei Titanfall. Schon fertig eingerichtet. Eine Doppelhaushälfte vor allem. Nur diese Hälfte. Eine andere Teil nicht. Ja, Alter. Ja, genau, das ist die Zukunft, in der ich auch leben möchte. Weißt du, da kannst du einfach irgendwo hin mit dem Boot und bist so, oh, diese Insel ist geil, hier möchte ich leben. Klick, boom, und was alles da. Steht einfach so ein Haus drauf. Ja. Boom, Tiki-Bar. Weißt du? Richtig gut. Das ist auch ein richtig gutes Wort, Alter. Tiki-Bar. Tiki-Tiki. Die werden dann gelagert auf dem Mond oder sowas, ne? Ey, wo wir dann jetzt gerade so bei Zukunftsvisionen sind, dann gebe ich diesen Umschwung zur AlphaFold. Hast du von der AlphaFold an sich schon mal was gehört? Kein Wort bisher. Okay, weißt du, was Proteinkettenfalten sind? Nein. Oder davon, von diesem Prozess? Ach, okay. Nee. Wenn dein Körper... meiner nicht. ...sich schneidet, doch deiner auch. Wenn deiner sich irgendwo schneidet... Er ist zu glatt. ...wieder zusammenwächst. Ich kann nicht geschnitten werden. Wenn ein Messer auf mich zukommt, das glitscht, das rutscht einfach ab. Meine Moleküle sind so eng beieinander. Da kommt keine Messerschneide dazwischen. Und dann rutscht das einfach weg. Der schwierigste Mensch der Welt. Ja.
Philipp Amthor. So glatt, wenn du mit dem Messer schneiden. Stechen willst, dreht sich das Messer automatisch um und sticht dich. I, so ein schmieriger Lappen. Menschliche Uno-Reverse-Card. Nun, es geht basically darum, dass wenn dein Körper irgendwas machen soll oder Antikörper für irgendwas braucht oder, dann muss das auf Basis von Proteinen passieren. So, Proteine sind basically einfach nur komplexe Moleküle, die auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet oder zusammengebaut werden. Das heißt, wenn du dich schneidest, gibt es eine bestimmte Art von Proteinmolekül, was benutzt wird, um diese Scheiße wieder zu fixen. So, das bedeutet im Endeffekt, dass wir, solange wir ein passendes Protein dafür bauen können, können wir alles fixen, was unser Körper, was uns unserem Körper nicht gefällt. So wie eine Stammzellenpaste oder so. Basically. Ja. Aber nicht auf Stammzellenbasis, weil das keine unbeschriebenen Zellen sind, es ist also kein Zelltemplate, sondern es ist ein Protein, was deinem Körper hilft, das von alleine zu machen. Das heißt dann, das ist bestimmte wie Doping für deinen Körper. Weißt du, so nach dem Motto, ich habe meinen Finger abgeschnitten und du kriegst eine Spritze und dann hat dein Körper alle Proteine, um deinen Finger einfach nachzubauen. Die AlphaFold 3, weil Google und mit dem KI-Projekt DeepMind sind die schon ein paar Jahre da hinterher, Proteine von einer AI zusammenzubauen oder bauen zu lassen, viel eher, um zu checken, ob das valide Proteine sind, ob man die tatsächlich so herstellen könnte, synthetisieren könnte und wie die sich verhalten würden. Ist jetzt seit 2 Tagen dazu in der Lage, das Verhalten von Mikroorganismen, wie unter anderem Bakterien, zu 100% zu predikten. Oh. In jeder Situation. Und das heißt, basically, wir sind noch ungefähr 4 bis 5 Jahre davon entfernt, dass du eine Spritze kriegst und du hast keinen Raucherhusten mehr. Du bist nicht mehr süchtig nach Opium. Du bist von allem geheilt. Weil wir jedes Protein, was wir bräuchten, um was auch immer zu erzeugen, jetzt basically herstellen lassen können. Wie sieht das aus? Oder wie müsste das aussehen? Aha, so und so und so. Okay, lass das bauen. Blub, und dann hast du das. Oh, ist geil. Werden wir wieder Haare haben? Ich werde niemals wieder Haare haben wollen, aber vielleicht einen festeren Bart. Also, ja. Diese Augenbrauen haben, wie aus dem Kung-Fu-Film aus den 70ern, weißt du? Ja. Die alten Männer, so richtig oder, so einen halben Meter lang. Ja, genau. Ja, oder lila Augen oder was auch immer. Jetzt geht's los. Dazu andere Side-Medicine-News. Vor ebenfalls 4 oder 5 Tagen ist der erste Mensch durch eine auf diesem Prinzip basierende Technologie, die von Geburt an taub war, kann die jetzt wieder hören. Die hat basically legit einfach eine Spritze gekriegt und weil das ein neurologischer Defekt gewesen ist. Laber nicht. Weil das ein neurologischer Defekt gewesen ist, sind diese Proteine dazu in der Lage gewesen, diesen Aspekt ihres Gehirns neu zu bauen. Und dadurch konnte die halt ihre Ohren ganz normal wieder benutzen. So, weißt du, die Ohren an sich sind halt heile, aber die Connection dazu ist halt broken gewesen. Deswegen das nicht fixbar ist, weil du halt nicht in das Gehirn einfach eindringen kannst oder ein Köchlerimplantat benutzen kannst oder so ein Dreck. Wie heißt der Shit? Ich meine, das ist so AlphaFold? 18, AlphaFold 3. Da muss ich mir auf jeden Fall später mal angucken. Ja, mach das. Das war ein 18 Monate altes Mädchen, also immer noch ein Kind, technisch gesehen noch eine, die wächst, aber trotzdem. Also, das ist schon krass, ne? Wir leben jetzt, Geburtsdefekt dann beheben kannst du. Ja, genau. Weißt du, wir leben direkt jetzt in der Zukunft, wo das nur noch eine Frage ist von 2, 3 Jahren. Kann ich mir endlich den Penis verkleinern lassen, ohne einen chirurgischen Eingriff? Ich wollte es auch gerade sagen, Habitat. Ich war auch gerade so, endlich, Halleluja, ist das keine menschliche Belastung mehr jedes Mal. Weißt du, wenn ich irgendwo im Sitzen pissen muss, ne, dann fällt der immer rein ins Wasser. Ja. Weißt du, was für eine ekelhaft ist so das. Eklig. Weißt du, wenn ich, richtig kennst eklig. Wenn du, ist auch immer, wenn du so eine Reihe Urinale hast, ne, in so einer Gaststätte oder sowas, ne, und die haben so Schamwände daneben, ne, damit du nicht direkt den anderen Leuten im Sack gucken kannst, ne. Ich muss immer so weit von der Wand wegstehen, dass man den trotzdem sieht. Auch. Ja, ne? Richtig. Oder ich muss den halt so halten mit beiden Händen, weißt du? Und schwer. Dann muss ich gucken, dass die Hose nicht rutscht. Ja. Mein Orthopäde sagt auch schon, ne? Nicht schwer. So heben langsam und brauchen so. Sie mehr als einen Lagen. Ja. Es gibt schon so ein Stativ da drunter. Endlich. So ein Tripod. Guck mal, weißt du? Ja, so ein Tripod für deinen Pimmel. Ja. Weil wir wissen beide, weißt du, in Polen ist das machbar.
diese Operation. Aber ich hätte es lieber, ich kriege eine Spritze, das Ding wird ein bisschen kleiner, so dass es halt, ne, ja, guck, kann man jetzt auf jeden Fall noch gut benutzen, stört mich nicht mehr, wenn ich esse. Weißt du, weil das ist auch unter der Dusche, das zu waschen ist immer so, ja. Du brauchst halt lange. Ja. Weißt du, das ist nicht pupp, pupp und fertig, so wie mit meinen Haaren oder mit meinem Kopf. Ich muss den erstmal. Ja. Oben, ich meine, die Kugel unter der Haube. Ist ja auch gefährlich du? So. Ne? Ja, ist es für wirklich. Umstehende. Weißt du? So. Und jedes Mal, jede Woche eine neue Penisbürste kaufen ist auch richtig. geht halt ins Geld. Bürste? Weißt du? Wenn ich, ja, klar. Ja, okay. Halt so wie so eine Zahnbürste. Also, als ich in der Waschstraße gearbeitet habe, habe ich es manchmal da gemacht. Weißt du? Ach, krass. Von links nach rechts, ne? Ich fahre ja. Mit meinem Penis in die Waschanlage. Ist aber halt kalt, ne? Das ist richtig gut. Das schreiben wir direkt weg. Da kann ich eine wunderschöne Line draus bauen. Ich weiß es jetzt schon, Alter. Weil Waschanlage ist halt so ein, oder Waschstraße, super Wort. Ich fahre mit meinem Penis in die Waschanlage. Ja. Ja, irgendwas auf Haare. Kannst irgendwas auf Haare reimen. Weißt du, ja, einmal einschäumen, keine Ahnung, was gibt's für Programme alles? Oder einschäumen auf voll Habe. Mit Haare. Auf Habe kannst ja. Du auch. Fahre mit meinem Penis in die Waschanlage. Sie fragt mich, ob ich Hartwachs habe. Oder sowas. Oh mein Gott. Ja, Alter, Lappen durchs Gesicht. Das ist geil. Das sieht nicht, weiß ich nicht. Mit ein bisschen Pulled Pork drin und Zwiebeln und sowas. Ja, okay. Ja, halt Käse. Das macht das tatsächlich, das wertet das tatsächlich ein kleines bisschen auf. Das ist wie, weißt du, Pommes, okay, irgendwie lame, ne, aber mit Pommes mit was drauf oder drin und drumrum, ist schon geil. Hm. Ja, das stimmt. Ja, Pommes an sich sind aber auch geil, weil es halt eine Kartoffel ist, Alter, aber ich bin Deutscher, das ist was anderes. Ja, das Kartoffel ist, und ich, wir sind Bias, ne? Kartoffelig und wir sind so, ja, also, ja. Weil wir deutsch sind. Deutsche Kartoffel, Mann. Das ist, was die Ausländer immer zu mir sagen. Ja, Kartoffel. Also muss das stimmen. Kennst du einen Ausländer? Nee. DJ Flamingo. Doch, jawohl. DJ Flamingo doch. Ist das weiteste von weiß entfernt, was du kennst. Nee, nee, nee. Doch. Hier, mein Dönermann, tatsächlich. Ja, den kenne ich mittlerweile relativ gut. Ja, ja, ist halt oft so. Ja, ist meistens so. Der ja. Sagt auch immer, hey, Janik, alles klar. Es riecht immer so lecker hier. Ich sag, ja, ich weiß. Ja. Ja, ich weiß wohl, Alter. Das ist sowieso so ein Ding. Eine Freundin von mir hat das erzählt, als sie nach Braunschweig gezogen ist. Da war die, weil die halt, die ist, kommt aus Rumänien, aber die sieht halt so aus, als würde die mit zu, weißt du, so zu den Türken und so gehören. Und sie meinte, das Erste, was sie gemacht hat, ist, weil sie da Drogen brauchte, ist halt in so einen Dönerladen rein, weißt du, und halt fragen so, ey, yo, wo kriege ich hier Ort her, ne? Ja. Und sie meinte halt so, das ist alles nur Deckung für Drogen und für Waschen und so. Alle. Also nahezu alle Läden, die es überhaupt irgendwo gibt. Das war doch... Und okay, jetzt hör weiter, ich erzähl gleich. sie war halt einfach nur, solange du so aussiehst, als würdest du zum Club gehören, weißt du, kriegst du einfach Ort. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel reingehen würde, ne? Die würden halt einfach nur so, wir verstehen nicht, du rausgehen. Also okay, ja. Gibt's nicht für jeden. Das war doch nur mit Hautfarbe Ort. Das war in Durban auch so, ne? Als ich da vor 14 Jahren noch gewohnt habe, 2010. Das ist ja so ein richtiges Dorf, ne? So ein richtiges Metropol, ja. Hm. Hängengebliebenes Nazi-Dorf, ne? Und dann Durban. Ja, und dann gab es in dem, gab's genau eine Familie türkischer oder arabischer Herkunft, ne? So, was ich da überhaupt gesehen habe, ne? Und die haben natürlich einen örtlichen Dönerladen betrieben, ne? Natürlich. Und da ist dann irgendwann mal, nachdem ich da weggezogen war, die Polizei eingeritten und dann der Onkel von dem Besitzer den ganzen Kofferraum voller Gras gehabt. Ja. Und dann haben sie ihn hochgenommen. Ja. Das ist, was ich meine. Und alle, die da wohnen, jeder, der Vorurteile hatte, wurde bestätigt in dem Moment. Ne? Und ich denke mir so, ganz genau. Ihr schaufelt euer eigenes Grab, weißt du, mit so einer Scheiße. Auf der anderen Seite ist es bestimmt noch nicht so einfach.
richtig über die Runden zu kommen. Weißt du, wenn du hier keinen richtigen Halt hast. Heutzutage ist das ein dünner Laden, der über Lieferando liefert. Aber ist nicht so, dass die großartig Konkurrenz da haben, weißt du? Ja, du, ist aber jetzt auch nicht so, als ob du da unendlich von reich wirst. Weil es mal die Preise halt ein bisschen anziehen. Als ob jemand aus Dörpen weiß, was ein Döner wert ist. Weißt du? Für die ist das eine exotische Speise. Diese These ist richtig gut. Das klingt so, wie als ob du irgendwelchen Leuten im Urwald, du bist so, als ob die wissen, was ein Diamant wert ist. Komm on, weißt du? Die gucken, was kostet ein Döner in Hamburg? Oh, 2 Euro billiger? Ja gut, okay, dafür muss ich aber auch eine halbe Stunde hin und zurückfahren. Dann denken die sich, ja gut, dann zahle ich 2 Euro mehr für den Döner, ist doch scheißegal, ne? Ob es ein guter oder schlechter Döner ist, daran kannst du ja auch noch verdienen, ne? Woran erkennt man den denn, einen guten oder einen schlechten Döner? Ja, der gut ich schmeckt. Sage am Brot. Ah. Ich sage am Fleisch. Aber da scheiden sich, glaube ich, die Geister, weil ich bin ein Freund von diesen Halb-Hack-Spießen. Halb-Hack, halb-Kalb. Ah. Ja. Da gibt es ja noch diese Spieße, die eher so sind wie ein Gyros, ne? Also, aber halt kein Schwein natürlich, aber halt so gröberes Fleisch, ne? Aber ich mag diese Hackspieße, die so fein sind. Gehe ich mit d'accord. Wo ich auch prinzipiell mit d'accord gehe, ist, Schwein ist nicht zum Verzehr geeignet. Schweine sind Freunde. Ja. Ich meine, die machen das aus anderen Gründen nicht. Ne? Aber come on. Don't eat pigs, man. Don't do it. Ja, Schweine sind eigentlich viel zu intelligent, um geschlachtet zu werden. Exakt. Ich weiß nicht mehr, irgendwer hat das mal gesagt. Fair. Ne? Auch als die Pferde in der Lasagne aufgetaucht sind, ne? Dachte ich mir auch so, ja. Und ich esse die Lasagne und die hat gut geschmeckt. Wahrscheinlich war da Pferd drin, keine Ahnung. Ne? Aber dann habe ich gehört, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer genau das gesagt hat, so, ne? Aber Schwein zu schlachten, ne? Die sind ziemlich intelligente Tiere, ne? Und die werden dafür gezüchtet, geschlachtet zu werden. Die haben Scheißleben und werden dann dadurch erlöst, dass wir die auffressen, ne? Aber ein Pferd, wenn es geschlachtet wird, hat für gewöhnlich schon das beste Tierleben überhaupt gehabt, ne? Wurde gehegt, gepflegt, hat sich dann irgendwann mal das Beinchen gebrochen und war dann nicht mehr wettbewerbstauglich, musste leider geschlachtet werden und man hat Wurst draus gemacht, ne? Aber ein Pferd ist dumm wie ein Meter Feldweg, ne? Ja. Dem Scheißpferd ging's gut und das hat nichts mitgekriegt. Ja. Gar nichts, bis es in meinem Anus gelandet ist, ne? Als Kaka. Ja. Ne, so. Aha. Also, es ist es ist ethisch, würde ich sagen, vertretbarer, ein Pferd zu schlachten als ein Schwein. Weißt du, was ethisch noch vertretbarer ist? Wenn du militanter Veganer bist und du geschlachtet wirst. Muscheln und so ein Scheiß isst. Warum? Ja. Weil diese Muscheln und Molluske und so ein Dreck weniger Nervenzellen besitzen als eine Pflanze. Das Ding ist noch weniger bewusst als die Karotte, die du in dich hineinsteckst, wenn du irgendwie das klassifizieren willst. Und das Beste ist, dass da tierische Proteine drin sind, basically. Das heißt, es ist sogar gut für dich, weil das ist das Einzige, was du dein Körper sonst nicht zu dir nehmen kann. Ja, krass. Guter Tipp. Mhm. Doof halt, dass das scheiße schmeckt. Aber du, ich finde, ich habe die als Kind habe ich das gerne gegessen. Boah, ich habe jetzt ewig lange keine Muscheln und Austern gehabt. Du, legit ist das, woran ich mich erinnern kann, dass meine Mutter so einen riesigen Topf Muscheln gemacht hat. Ja, das war meine Frau. Und die war so, hier, kannst du probieren. Und ich war so, okay, oh, das ist ja richtig geil. Und dann habe ich davon so viele gegessen, dass mir halt schlecht geworden ist. Und das habe ich noch einmal gemacht, auch als Kind. Und dann hat meine Mutter aufgehört, die zu kaufen. Und das ist jetzt ungefähr 22 Jahre her. Ja. Nee, ich bin zwar irgendwie nördlich, ne, aber ich kann Fisch eigentlich, bis auf Thunfisch und Backfisch, Alter. Ja, selbst Backfisch. Backfisch ist aber geil. Aber Thunfisch und Hering in Tomatensauce aus der Dose. Die beiden Sachen habe ich bisher immer nur gegessen. Und ich bin jetzt ganz langsam dabei, Stück für Stück hin und wieder mal Lachs zu essen oder Kabeljau. Mhm. Aber Lachs ist richtig heftig. Aber so Seefrüchte, Seefrüchte halt, ne? Nicht alles, Alter. Keine Ahnung, ey. Krabben und so Scheiße, Garnelen und so. Ne. Also, ich muss sagen, Krabben ja, Garnelen und alles andere nein. So nackte Insekten so Dreck. Sind das. Korrekt. Nackte Deswegen Insekten. Sind die auf jeden Fall zum Verzehr geeignet. Ja. Muscheln gehen auf jeden Fall fit. So Backfisch, Lachs, aber auch nicht jeden. Backfisch komme ich langsam auch auf den Geschmack so. Kabel ja auch, finde ich, so frittiert komplett. Das auch kann ich gut. Nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ja, das ist, solange das du das frittierst, ist halt was anderes. Das ist halt das, was in Fischstäbchen drin sind, ne? Also Fischstäbchen. Ja, genau. Das Kabeljau. Ja, Fischstäbchen sind Kabeljau. Deshalb, man denkt über Kabeljau, hä? Aber nein, das ist, genau, das ist wie ein großes Fischstäbchen. Kabeljau-Filet. Ah, guck mal, so verkauft man Kindern das. Ja, Fish and Chips, ne? In Großbritannien, Fish and Chips ist Kabeljau und Pommes.
Ah, witzig. Deswegen haben die jetzt ein Problem, ne? Nachdem die aus der EU ausgetreten sind. Ah, stimmt, weil die nicht mehr fischen dürfen, wie viel ja, sie wollen. Die dürfen schon noch fischen, ne? Das Problem ist halt nur, in den britischen Gewässern gibt es kein Kabeljau. Den ganzen Fisch, den sie da fangen, der wird eigentlich nur in der EU gegessen. Aber den können sie jetzt nicht mehr exportieren. Weil die EU Grenzkontrollen macht und der ist dann schlecht, bis er rüberkommt. Die haben sich schön in den Arsch gefickt in dem Scheiß. Die haben sich richtig in den Arsch gefickt, Alter. Volle Kanne, an jeder Ecke, Alter. Die haben keinen einzigen Vorteil dadurch. Dann ändert sich halt der Speiseplan jetzt für die, ne? Das ist halt so ist das. Das wäre für uns ja, aber zu was? Doch genauso. Die haben ja, die kriegen ja auch keine günstigen Arbeitskräfte mehr, um selber was anzubauen. Ist so, ich das meine. Das können die halt auch nicht. Die importieren jetzt, die haben jetzt einen Trading-Deal mit Australien gemacht und Neuseeland, wo sich dann die letzten verbleibenden britischen Farmer darüber beschweren, dass das Rindfleisch aus Neuseeland billiger ist, als wie die es selber anbauen können, weil die halt keine billigen Arbeitskräfte mehr kriegen, ne? Das heißt, die machen sich jetzt die Farming-Industrie auch noch kaputt, dadurch, dass sie den einen Trade-Deal haben. Die sind richtig in den Arsch gefickt. Die sind richtig am Arsch. Insane. Ne, alles ja, was da unter 100.000 Pfund im Jahr verdient, ist im Arsch. Was ich gehört habe, ist, dass die medizinische Versorgung da halt übertrieben vor die Hunde geht. Ja, ja, auch. Weil halt jeder Sektor damit zu kämpfen hat. Dass, ja, dass, die haben dass auch keine. Quasi keine Regularien von sonst irgendwo mehr da sind. Importrechte, Exportrechte, gibt's halt alles nicht mehr. Und weißt du, es heißt dann so, ja, normalerweise würden wir ein Antibiotikum verschreiben. Das gibt's auch einfach. Können wir easy heilen, ihre Krankheit. Aber wir kriegen es nicht. Pech gehabt. Sie müssen sterben. Ja, die haben ja halt auch ein Problem mit den Fachkräften, ne? Weißt du, ich meine, die Rechten machen gerne Memes so von wegen, wenn so jemand mit der dunklen Hautfarbe irgendwie Scheiße baut, ne? Haha, hier sind unsere Fachkräfte. Was natürlich Bullshit ist, ne? Weil die Fachkräfte, die rüberkommen, der größte Teil ist halt EU, auf dem EU-Level ausgebildet, ne? Und wenn du die alle aus deinem Gesundheitssystem ausschließt, ne? Weißt du, was in Deutschland los ist, wenn du jede Pflegekraft, die nicht in Deutschland geboren ist, ne, die auf einfach jeden nach Hause schickst, ne? Was denkst du, was denn los ist, Alter? Wenn kannst du die, Fatima die Fachkraft wegschickst, kannst dann bist du richtig Kugel geben, Alter. Ne, das verstehen diese Menschen nicht, die für so einen Scheiß verurteilen. Die haben sich schön verarschen lassen vom Personenkult Boris Johnson. Ne, und jetzt sind die einfach gefickt, ne? Jetzt sind die einfach gefickt. Und es ist traurig. Weißt du, das ist wenigstens gut, dass sie nicht einfach einen Krieg anfangen können. Ja, ja, die Zeiten sind vorbei, mein Freund. Es ist vorbei, Alter. Weißt du, wenn du nicht Russland, China, Indien oder USA bist, dann kannst du das vergessen, einfach einen Krieg anzufangen. Dann bist du irgendein unwichtiger Nebencharakter. Selbst China ist ja, ne, die zögern ja auch, Kriege anzufangen, ne, weil die haben gar kein Equipment dafür. Nicht nur, weißt du, auch das. Das Thema ist aber halt auch, meine These war immer, dass du jedes Problem auf der Welt mit Bildung rauskriegst. Das heißt, wenn du einfach nur unendlich viel Kohle in Bildung der Welt investieren würdest, dann hätten wir in 10 Jahren keine Probleme mehr. Weil jeder kann was anderes lösen und jeder ist smart genug einzusehen, dass das keinen Sinn macht. Dann übersiehst du aber ein grundlegendes Problem. Mhm. Wie sollen Billionäre zum Mars fliegen, wenn die hier Probleme auf der Erde lösen? Wie soll das gehen, Skalbe? Das kannst du nicht von denen verlangen, dass sie einfach, weißt du, hier investieren. Die müssen doch zum Mars fliegen. Denk doch mal drüber nach. Die müssen 30.000, 40.000 Leute umbringen, auf dem Weg dazu, da eine Kolonie auf dem Mars zu bauen, damit die von weit oben zugucken können, wie hier der Lachs brennt. Du hast recht. Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht und ich war so, ich habe mir kurz vorgestellt, wie es ist, unendlich viel Geld zu haben. Ja. Und die einzige Lösung, auf die ich gekommen bin, war der Mars. Der Mars, ja. Ja. So logisch. Du hast vollkommen recht. Ja. Ja. Ich war so, Welthunger lösen durch das und nein. Nee, Wirtschaft 1 zu 1. Alles endet am Mars. Cool sein auf Social Media und zum Mars fliegen. Das ist der einzige Grund und der einzige Gedanke, auf den sich alles zurückführen lässt. Natürlich. Du hast vollkommen recht. Das ist der Grund. Jetzt brauche ich nur noch unendlich viel Geld. Ja. Das Schlimme ist, dass das näher an der Realität ist, als dass die dafür sorgen, dass ganz Afrika gebildet wird. Ja. Gebildet sein wird. Aber guck mal, weißt du, wenn du mal wirklich smart bist und wirklich ein Superbösewicht wärst, ne, dann würde ich mir doch die ärmsten Länder auf der Welt nehmen, die aber basically von der geografischen Lage eine gute Infrastruktur besitzen. Ich müsste nur Straßen und Shit da alles hinbringen. Ja. Aber what the fuck? Guck mal, was kostet das?
im Vergleich zu dem, was ich als Networth irgendwo hätte? Nix. Technisch gesehen. Wahrscheinlich nicht. Du könntest dir ein kleines afrikanisches Land kaufen, du hast für immer ein gutes Wetter und kannst alles mit Solaranlagen bezahlen. Mit dem Strom, den du erwirtschaftest. Mit mir geht es darum, dass du dann ein ganzes Land hast. Ja. Weißt du? So, und dann hast du vielleicht noch ein Land mehr. Und wenn ihr ein Land gehört, du kannst deinen eigenen Krieg anfangen. Mit anderen Ländern. Ist das schon mal was anderes? Ja. Ohoho. Weißt du? So gewinnst du doch auch in Civ. Weißt du? Du gewinnst nicht dadurch, dass du ein Land hast, das ist super mächtig und so. Du holst dir das Piece by Piece by Piece. Und du fängst an, indem du die Schwachen pusht. Weil die Schwachen werden schnell zu den Mittleren, ja, die werden dann okay, zu den Stärkeren und dann, boom, dann fickst du sie alle in den Arsch und dann gehört dir die ganze scheiß Welt und dann fliegst du zum Mars. Ja, aber nächste Level ist, du hast gar kein Geld und du gehst aber in ein demokratisches Land und lässt dich wählen. Ne? Wie Viktor Orban oder so. Und sowas. Dann gehört dir das Land auch. Ja. Und dann sorgst du einfach dafür, dass du nicht mehr abgewählt werden kannst. Natürlich. Das so ein doch, Zufall. Das macht viel mehr Sinn. Putin wurde mit 87% Zustimmung gewählt. Das ist natürlich legitim. Scheiße, du hast natürlich viel mehr Recht. Yeah. Das macht viel mehr Sinn. Yeah. Ich kann doch auch einfach hier den Kuckuck machen. Weißt du, ich kann doch einfach sagen, so, ich lege mein Nest hier, mein Ei hier in diesem heftigen Nest und nicht in Afrika, sondern. Ich wurde hier in Portugal geboren. Ich bin ein stolzer Portugiese. Und ihr portugiesischen Hafenarbeiter werdet verarscht von der Elite aus den Universitäten oder sowas. Ja. Lasst euch nicht belügen. Universitäten. Frechheit. Die klauen unsere Jobs. Ja. Took a Jobs. Ja, Wrestling Daily Soap. Ich habe eigentlich auch alles weggearbeitet. Also dieses Annie the Duck Ding verstehe ich immer noch nicht. Ich meine, ja, ich verstehe es schon, aber es ist wieder so ein typisches für, keine Ahnung, für den simple-minded Person irgendwie. Ja. Aber so kommt die halt auch hoch. Gott, ey. Mich macht das sauer, also, dass Leute sowas machen. Weiß ich nicht. Mir geht das ist legit was mir am Arsch vorbeigeht. Dieses Bonduel-Ding, das hat mich richtig sauer gemacht. das macht mich auch immer noch sauer. Weißt du, das ist so, es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht weißt, was du essen sollst. Verhungernde Kinder, was ich, kleiner Oliver Twist, dessen Schuld ist es. Das ist enraging. Ja, kannst du aber machen, wenn du in das Land deiner Wahl gewotest wurdest, ne, dann lässt du einfach diesen Werbespot von Bonduel laufen. Ne, um Hass auf den Westen zu schüren oder sowas. Ja. Ja, richtig. Ich fahre einfach in Slums und lasse diesen Spot. Ist es eure Schuld, dass ihr das nicht wisst? Nein, es ist die Schuld der Regierung. Ja, Mann, auf jeden. Korrekt. Das ist die verfickte Scheiß-Schuld der Regierung. Auch wenn ich jetzt die Regierung bin, ich habe recht. So ein Duterte-Ding, weißt du? Aber sind wir mal ehrlich, weißt du, was ist mit der Bürgergeldfamilie, die wirklich nicht weiß, was sie essen soll? Die guckt diesen Bonduel-Spot. Ja. Was denken die sich denn? Denken Ach so, sich, ist gar nicht unsere Schuld. Cool, danke Bonduell. Cool, ich gehe jetzt in den Supermarkt, kaufe Bonduell-Sachen. Und dann sagen die, das macht 300 Euro bitte. Und dann sage ich, nö, ist doch Bonduell-Schuld. Diese Bonduell-Scheiße auf diese 500% draufgeschlagen wird, Alter. Die kaufen das für 50 Cent die Packung und verticken das für 6. Man müsste sich eigentlich mal so Werbespots zusammensuchen, ne, die man so missinterpretieren kann und die einfach wörtlich, einfach beim Wort nehmen. Und wenn du irgendwo hingehst, Einfach, weißt du, wenn die sagen so, ja, keine Ahnung was, günstiges Angebot, 2 für 1 oder sowas, ne? Dann kommst du mit 2 Leuten an und sagst, ich hätte gern für eine Person was zu essen. So, wieso bezahlen? Die haben doch gesagt, 2 für 1. Keine Ahnung, irgendwie so ein Shit, ne? Ja, ja. Dann müssen wir dann flächendeckend machen, so Flashbomb-mäßig. Oh mein Gott. Dann hast du richtig, GameSpot, weißt du, so ein GameSpot-Aktien-Effekt, ne? Wo die Leute einfach kollektiv ausrasten und das System bescheißen. Ja, also Menschen verhungern in der Welt. Bonduels Schuld. Ja. Tiere werden gefoltert. Bonduels Schuld, ja. Ja. Nee, Andy das the Loch Duck, in meinem das Gürtel, das. Ja, also warte. Ja. Das Loch in meinem Gürtel ist leider nicht mehr, weißt du, passt nicht mehr. Das ist Bonduels Schuld. Bonduels Schuld, ne? Bonduels Schuld. Bonduel, die haben es einfach, ne? Du weißt nicht, wen du umbringen sollst? Bonduel. Bonduel. Ja, das ist die Antwort. Du weißt nicht, wen du umbringen sollst? Bonduels Schuld. Ja, genau, Bonduels Schuld. Ist nicht deine Schuld. Ist nicht deine Schuld, dass du nicht weißt, wen du ficken sollst. Ja? Das ist Bonduels Schuld. Ist nicht deine Schuld, dass du keine Freunde hast und alle dich hassen. Das ist Bonduels Schuld, Alter. Ist nicht deine Schuld, dass deine Oma gestorben ist. Das ist Bonduels Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass dein Kind behindert zur Welt gekommen ist. Das ist Bonduels Schuld. Es ist Bonduels Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass der Busfahrer dich hasst und jedes Mal jedes Mal tritt, wenn du an ihm vorbeiläufst. Bonduels Schuld. Ja.
Es ist nicht deine Schuld, dass das Crystal Meth von dem Dealer dich abhängig gemacht hat. Es ist Bonduels Schuld. Bonduels. Ja, also wenn das wir so weitermachen... Deine ist, Schuld, dass du, das ist nicht deine Schuld, dass du die Spritzen mit deinem Mitbewohner teilen musst. Es ist Bonduels Schuld. Bonduel kann an allem schuld sein. Die sind an allem schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass dein Arschloch nicht mehr funktioniert, weil du das für Geld verkaufen musst. Es ist Bonduels Schuld. Bonduels Schuld, Alter, verfickte Scheiße. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist Bonduels Schuld. Bonduels Schuld. Perfekt und verflucht soll es sein. Bonduel, oh nein. Ja. Was das Schlimmste ist, dass sie es geschafft haben, sich damit in mein Gehirn einzubrennen. Ja, weißt ja. Du? So passiv-aggressiv. Das ist deine Zeit so. Wert, das hat mich auch schon gewundert. Ja, aber weißt du, weil ich das halt aus dieser Perspektive betrachte von so, was ist mit den Leuten, die keine Wahl haben, um sich auszusuchen, was sie essen sollen. Ja. Weil dieser Satz suggeriert halt so, ja, natürlich, kannst du auch sonst aussuchen, was klar. Du essen willst. Der ja. Ist halt an die Mittelschicht dieser, gerichtet, ne? Oder an die obere arrogante Mittelschicht. Arrogante Scheiße ist das. Ja. Fick Bonduel. Ja, scheiß auf Bonduel. Bonduel und Nestle, Alter. Ich kaufe nie wieder was von Bonduel. Nix. Einfach aus Solidarität zu dir jetzt. So soll es sein. Ja, zu deinem privaten Problem mit Bonduel solidarisiert mich jetzt in einem Boykott. Ey, weißt du was? Ja. Wir können daraus einen richtigen Boykott machen. Ja. Um richtig viral Aufwind zu kriegen, um zu sagen, so, es ist Bonduels Schuld, dass euch das passiert ist. Weißt du? Ihr, Bonduel ist schuld daran, dass Bonduel jetzt Marketingprobleme hat. Wir können schnell eine Partei gründen. Vielleicht können wir für die Europawahl noch irgendwie Fördergelder freimachen. Und dann hängen wir über Plakate auf. Ich glaube, bevor wir Plakate aufhängen, kann ich lieber einen Bot bauen, der einfach Social Media spammt. Mit dieser, ja, mit dann lesen das nur Kinder, weißt du, die kaufen eh kein Gemüse. Das reicht. Die sagen das den Eltern und die sind so, oh, wir dürfen kein Bonduel mehr kaufen, hat der kleine Junge gesagt. Ja. Weil wir alles glauben, was der kleine Junge sagt. Da ist Rezin drin. Ja, richtig. Ich muss eine Paysafe-Card haben, hat der kleine Junge uns gesagt, damit ich Roblox-Dollar oder so eine Scheiße kaufen kann. Das ist das Allerschlimmste, ne? Dass die Eltern noch nicht hinterfragen, wofür das tatsächlich gar ist. Weil wenn die wüssten, dass das für wertlose, dumme Scheiße auf einem Spielzeug ist für die, dann wäre ich auch so, weißt du was, du kannst dir besser einen Snickers kaufen und damit irgendwie Zuckerschock, Diabetes kriegen, als dass du das einfach nur Leuten in den Arsch pulverst, die sich da den Arsch mit abwischen. Da hast du wenigstens was von, weißt du? Und wenn es eine dauerhafte Krankheit ist. Ja, exakt. Dann hast du erst recht was davon, Alter. Dann weißt du Geld wenigstens zu schätzen. Dann weißt du, was das für einen Schaden anrichtet. Naja. Als wäre es ein DLC. Stell dir vor, er kauft sich eine Dose Mais, ne? Und dem fallen die Eier ab. Ne? Weil ist ja Bonduels Schuld. Weil er die da reingesteckt hat. Nee, ja, Bonduel hat die Dose halt so scharf gemacht, ne? So scharfkantig. Steht ja auch nicht drauf, Bonduel. Ne? Sollst deine Eier da nicht reinnehmen. Nee. Ich dachte, das ist Hohnmais, aber ist es nicht. Ja. Riecht wie dein Pimmel, ne? Da kann man ja auch mal was reinstecken. Ja. Wenn der Mais riecht wie mein Penis. Bitte euer Komischer Vergleich von mir. Der blecherne Anus, weißt du? Ja, die Ass Protection 3000. Oh Gott. Hat Marco das nicht mal gesagt? Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich glaube, so wie ich das in Erinnerung habe, war es Seba, weil der von der Klassenfahrt ausgeschlossen wurde, um in die Nebenklasse zu gehen. Ah, da wurde ich auch. Und in der solltet ihr einen Aufsatz, gut zu wissen. Ach, war das wegen eurer Aktion? Ja, wegen dem Rasenmäher, Galli, war das. Rasenmäher, ja, okay. Wir heben uns das immer noch auf für eine besondere Folge. Ich hab noch ein Goal gesetzt für die Zukunft, für den Channel hier. Ach, Tatsache. Ja. Sollten wir jemals 1000 Subs kriegen, ne? Dann werde ich diesen Kamerawinkel aufgeben und dann werde ich mir so einen VTuber kaufen, ne? Und dann mache ich mir so ein kleines Anime-Girl. Da muss ich mit diesem Anime-Mädchen reden. Da musst du mit dem Anime-Mädchen reden, aber keine Sorge, meine Stimme bleibt die gleiche. Das ist gut. Da bin ich mit einverstanden. Ja, sehr gut. Vor allem kannst du das dann customizen. Hier, guck mal, ich habe ein neues Kleid für Sie. Kein Kleid. Ey! Machen wir so ein Arte-Logo da oben rein. So. Ja, so, dann können auch ein paar Titten kommen. Kulturell wertvoll. Solange Arte dran steht, ist es kulturell, richtig. So wie ich das in Erinnerung hatte, war das Seba und ihr solltet einen Aufsatz schreiben über irgendeinen Gegenstand, neue Erfindung oder so.
nicht die Ass Protection 3000, die dich davor schützt, in den Arsch gefickt zu werden, wenn du in den Knast musst. Das ist so ein, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich sogar dunkel Gürtel oder erinnern, Ding, ey. Dass du so ein Ding oder so ein Gürtel, den du dir ironischerweise in den Arsch stecken musst, damit du da nicht reingefickt werden kannst. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen irgendwie unglückliches sowas. Design, ne? Weil ich meine, da musst du dich halt einmal selber ficken, damit du nicht in Zukunft gefickt wirst. As long as it works. Ich meine, du musst ja auch kacken gehen, ne? Das heißt, du musst ja wieder rausholen. Also du fickst dich öfter selber, als dass du dich selbst schützt. Würde ich jetzt behaupten. Ich bin nicht dazu, hier diesen Design-Flaw zu hinterfragen, sondern das zu verkaufen. Also, ich würde es eher machen, wie so ein Wurm von Dune, weißt du? Innen mit so Zähnen, wie so ein Rohr, ne? So wie so die Rape-Ex, an die habe ich auch gedacht. Mit so Zähnen, mit so Zähnen nach außen, ne, dass keiner reinkommt, aber du kannst ja durchscheißen. Richtig. Ja. Ist auch nicht gerade sehr hygienisch, aber okay. Ist ja egal. Ist zum Gefängnis, Digga, was soll's? Du willst nicht gefickt werden, ist ja egal, ob dein Hintern stinkt, weißt du? Ja, aber diese Rape-Ex gibt es tatsächlich. Und das führst du halt ein als Frau und dann hast du so eine Schale mit so Widerhaken. Ach, ehrlich? Sieht richtig fies aus, das Ding. Ja. Ja, das ist halt, weißt du, ist tatsächlich eine Erfindung aus Uganda oder so, weil die da halt immense Probleme haben. Du bist einfach vergewaltigt als Frau. Ja, ja. Und das ist halt basically wie so ein Template, wie so eine Schale, wie so ein Tampon. Und das ist quasi, kennst du diesen neuen Augenfisch, der diese runden Löcher macht? Ja, ja, klar. So sieht das Ding von innen aus. Ja, ja. Mit diesen Zähnen. Wie das Kondom des Grauens so halt. Wieder. Genau, richtig. Und das Ding ist so gebaut, dass du zu einem Arzt musst, der dir das Ding wieder vom Penis runter operiert, weil du das da sonst nicht von wegkriegst. So. Damit die halt auch direkt wissen, so, ah, guck mal, du kannst das nur auf eine Art und Weise an deinen Penis rangekriegt haben. Ja. Das vergisst, bestimmt irgendwo gefunden. Nein. Kommt deine Frau, von der Geschäftsreise und vergisst das rauszunehmen, so. Hast du denn so einen Schlüssel dafür, um das zu overriden? Weißt du, dass du es selber abmachen kannst zu Hause? Ich weiß. Oder vielleicht so eine App oder so. Ja, so SM-Fetisch-mäßig auch noch. Ja. Oh. Ein Codewort. Oh. Codewort. Stehst du da mit deinem Stück gehauenen Pimmel in der Hand und sagst so, Kumquat! Und dann geht das so auf. Oh, cool, das ist, hier ist sogar eine Patentzeichnung von dem Ding. Oh, nice. Ja. Ach du Scheiße, ey. Lässt du uns daran teilhaben? Ja, eine Sekunde. Okay, cool. Plop. Ja. Nice, oh. Ja. Ja, das ist das. Rape-Ex. Ja, wurde im Jahr 2005 von der Südafrikanerin. Kommt nicht aus Uganda, kommt aus Südafrika. Aber ja. Ich finde, das ist genau die richtige Antwort auf eine Gegend, wo viel vergewaltigt wird. Kritik. Einige Kritiker sagen, jetzt kann ich keinen mehr vergewaltigen. Ja, das ist aber auch die einzige Kritik, die du an dem Ding haben kannst. Und das ist vielleicht unbequem, es zu tragen. Aber ja, so stelle ich mir auch eine Ass Protection vor. Also ja, da wird zum Knast auf jeden Fall. Dann wurde das schon erfunden. Das ist quasi eine Ass Protection. Ich meine, was willst du noch ändern? Ja, ich meine, das war 2005. Ja, dann war hier sogar eher dran. Ist dein Enddarm irgendwie out of service oder sowas? Braucht ihr ein Update? Weiß ich. Nee, eigentlich nicht, oder? Das Design ist doch das gleiche wie damals. Ja, basically schon. Ja? Ja. Vielleicht musst du so einen Tamponfaden dran machen, damit es wieder rauskommt. Ja. Oh Gott. Ich hätte nur voll die verloren, ey. Oh, shit. Nein. Die ist da irgendwo drin. Meine Kacke kommt raus wie Spaghetti, weißt du? Ja, Alter, wie wenn du Play-Doh durch wie dieses Play-Doh-Ding, was du so. Ja, Play-Doh durch ein Nudelsieb, ey. Trennung mit Kindern, so geht's. Was? Da habe ich auch, ja, so als Artikel, weißt du, so wenn du so von wegen, keine Ahnung, kaum ein Deutscher weiß, Hörgeräte testen online und so ein Dreck, ne? Diese kurzen Werbeanschlagszeigen halt. Ach du Scheiße.
Und da, was war legit so, Trennung mit Kindern, so geht's. Also die, die Zielgruppe dieser Werbung sind Leute, die sich trennen wollen, aber Kinder haben und nicht wissen, wie sie das richtig anstellen. Ja, richtig. Es war ach, so, du Scheiße, Alter, das ist ja richtig gut. Dass es da offenbar einen marktrelevanten Anteil ja, gibt, dass du zielgerichtet so werben kannst. Und statistisch geht ja sowieso die Hälfte der Ehen in die Brüche, ne? Und ich denke mal, dass die meisten davon Kinder haben werden, ne? Ich wahrscheinlich. Also eigentlich eine ganz gute Zielgruppenbreite, eine ganz gute Streuung so. Oh, oh shit! Das ist gamma hochgedreht. Aber oh, volle Gesicht. Kanne, ey. Du sahst gerade aus wie Bill Burr. Oh. Im Licht der Sonne. Ja, doch schon, man kann das erkennen. Ja, doch. Hatred. That's strong. Weißt du, ich habe neulich den Rant noch gesehen, wo er erklärt, dass Frauen schuld daran sind, dass Frauensportler wenig Geld verdienen. Ja. Weißt du, dass die der Grund sind, warum die WNBA scheiße ist. Nicht wir. Ja. Wir haben Männersport, um den wir uns kümmern müssen. Ja. Ne? Wenn Frauen zu sehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig nicht das Schwarze unter den Fingernägeln zu gönnen, ne? Was wirklich so ist. Was ich ja, wirklich hat El Bandi doch gesagt. Weiß, dass das so ist. Hat El Bandi, El Bandi, das muss schon immer so gewesen El Bandi, sein. For real, El Bandi hat das wusste. Ja, der hat doch gesagt, wieso soll ich Frauen verstehen? Frauen verstehen Frauen und die hassen sich gegenseitig. Richtig. Das ist ein wahrer Satz, Alter. Den können wir so zu den anderen Bahnsätzen packen. Das ist true. Also, ja, Bonduelle ist ich habe da mal mit einer Freundin echt for real. Bonduelle ist auch böse. Bonduelle sagt, ich bin nicht schuld, obwohl ich 100% schuld bin. Ja, genau. Und Philipp Amthor ist glatt. Und Philipp Amthor ist glatt. Das wird so langsam, wird das richtiger. Weißt du, wir könnten schon richtig so ein Banner dafür fertig machen. Ja, wir können bald so ein Buch schreiben, so ein Sachbuch. Weißt du, mit so Erklärungen und so. Meine Frau hat hier ein Buch, da ist einfach eine Beleidigung für jeden Tag, dann auf Englisch. Und dann auch in verschiedenen anderen Sprachen dann hin und wieder reingestreut. Ne? Damit du weißt, wie man auf Indisch sagt, fick deine Mutter und sowas. Das ist auf jeden Fall wichtig, das wenn ist du wichtig. Da ankommst. Dass du wenn du in ein fremdes Land kommst, die Sachen, die du lernst, von der Sprache zuerst, und ich will und fick deine Mutter. Mhm. Ich bin eine Hurensohn. Ja, genau. Ja, das haben sie dir richtig erklärt. Komm mal mit. Das ist, wie das früher auf dem Bau gewesen wäre, weißt du? So in den 80ern, da wärst du da angekommen und wärst so, ich bin eine Hurensohn. Ja, das weiß ich wohl, Ali. Komm mit. Und dann wäre das Thema durch gewesen, weißt du? Wäre der in 3 Jahren durch und dann wäre der... Wäre der aber auch, baut der Häuser. Wäre der auch, ja, wollte gerade sagen, dann wäre der auch im Team gewesen. Ja, ja, richtig. Und heute ist das irgendwie, wenn du einen Auszubildenden kriegst, zumindest habe ich mir das so sagen lassen, die sind dann so, nee, ich kann das nicht heben, ich habe Rücken verschrieben gekriegt und mein Arzt hat gesagt, oha, das ist ganz schlecht für mein Selbstbewusstsein. Oha. Ja, ich weiß nicht, unsere Azubis sind eigentlich in Ordnung, was das angeht, aber der eine ist schon echt oft krank geschrieben. Ja, guck. Tja, ja, it is what it is, Alter. Die Moral ist scheint ein bisschen anders zu sein. Wobei ich das auch erst jetzt verstehen kann. Weißt du, weil jetzt mache ich was, was mir Spaß macht. Die Arbeit, die ich mache, ist gute Arbeit. So. Wenn der eine Ausbildung scheiße ist, kann ich das verstehen. Das sind halt keine Herrenjahre, wie man so schön sagt. Ne? Aber vielleicht machst du dann einfach was anderes. Wie wär's damit? Vielleicht etwas, wo du dich nicht durchquälen musst. Ja. Um das zu machen, bis du tot bist. Ja, weil das ist ein richtig dummer Trade-off. Eine Ausbildung geht eh nur 3 Jahre, weißt du, oder 3,5, ne? Da kannst du ruhig mal ein bisschen die Backen zusammenbeißen. Aber du solltest nach einem halben... Sure. Aber du solltest nach einem halben Jahr oder Jahr schon wissen, ob du das für immer machen willst oder nicht. Ja, und selbst wenn du sagst, nö, aber ich mache jetzt die Ausbildung fertig und mache dann noch eine andere Ausbildung. Kann auch vorteilhaft sein, ja, ne? Ja, das geht auch. Auf jeden. Ich glaube, wenn du Elektro gelernt hast und machst danach Kfz-Mechatroniker oder sowas, dann kannst du garantiert auch mal offen überspringen. Nicht nur davon das. Davon abgesehen, du kannst deinen ganzen Lebensunterhalt schwarz bestreiten. Ja, wenn du im Handwerker, als Handwerker Elektro und Gaswasser scheiße gemacht hast, basically, dann kannst du alles. Kannst du ganze Innenstallation machen. Ja, das ist ja auch so das, was ich so auf dem Land beobachtet habe, ne, so bei euch in der Gegend. Dass viele Leute einfach, ne, du verdienst als Handwerker im Prinzip kaum was, ne? Aber du machst einfach schwarz halt, nebenbei, ne? Noch irgendwie hier und da mal was, ja. Und dann hast du genug Kohle. Ja, so habe ich meine erste Gitarre finanziert. Ja. Für 800 Euro oder so.
Weil mein Onkel war so, ja, hier, guck, kannst du mitkommen abends, weißt du, gehen wir abends hin noch 4, 5 Stunden und dann legen wir da hier Fußbodenheizung und machen halt die ganzen Sachen da. Da bin ich 4, 5 Wochen mit hingefahren. Jeden, weißt du, 3, 4 Mal abends die Woche, direkt nach der Arbeit, basically. Das hat auf jeden Fall gut Geld gegeben. Das hat wohl gereicht. Ist halt richtig arbeiten, ne? Bist halt um 21 Uhr erst fertig, gehst quasi direkt pennen und kannst morgens wieder aufstehen und freust dich halt aufs Wochenende, wo du dich besaufen kannst. aber so ist das halt, ne? Ja, richtig. Vor allem geht das da auch einfach. Ja. Weißt du, da war ich noch jung, da kann ich einfach sagen, so morgens, mittags, abends saufen. Ja, hier in der Stadt ist mit der Schwarzarbeit jetzt nicht so einfach, ne? Weil du hast halt ziemlich oft dann, dass der Zoll irgendwie deine Baustelle crasht. Allerdings ist es hier, auch so, wenn du mit der Ausbildung durch bist, verdienst du auch einfach ordentlich. Muss man auch mal sagen. Ja. Ne? Und ich meine, Haus kannst du davon auch nicht kaufen. Lebenshaltungskosten sind anders, ne? Es geht. Also, ich glaube, dieses Hauskaufding. Ich meine, du hast mir gesagt, was du an Miete bezahlst, ne? Und ich hatte dir auch gesagt, ne, meine Wohnung war zwar kleiner und ich habe aber 50 Euro mehr bezahlt oder sowas als du, ne? Ja. Also wenn du mit dem rechnest, sag mal so, was ich in Dörpen verdient habe als Geselle, damals, ich verdiene jetzt locker das Dreifache, ne? Und es ist nicht so, dass ich das Dreifache Miete bezahle. Ja. Für die gleiche Wohnung. Das ist, ich verstehe das wohl. Also. Lebensmittel sind überall gleich. Ja, basically. Ja. Wenn du Glück hast, so wie hier, weißt du, hier hast du halt nochmal so Hofläden, wo du einfach hingehen kannst und holst du so krummes Gemüse da weg und kannst es so. Ja, hier hast du auch weißt Höfe, du, dann halt ist nicht so teuer. Viele, aber. Ja. Ja. Wo du dann so ein Kilo Gurken einfach wegholst für einen Euro. Kannst du auch einfach zu den Tafeln weißt du, gehen, kannst für einen Euro kannst du ein ganzes Shoppingbag voll machen. Das funktioniert nicht. Wenn du da noch Platz hast. Du brauchst so einen bedürftigen Schein. Ja, brauchst du hier auch, ne? Und die nehmen auch keine mehr auf, weil es mittlerweile so viele sind, ne? Aber siehst du, ja. Was auch eigentlich viel über die Situation im Land aussagt. Ich meine, du kannst ja auch einfach Dumpster-Diven oder sowas, ne? Das hat ein Kollege tatsächlich mal gemacht. Viel mehr Dumpster als bei euch, ey. Und da ist genug Zeug, was du noch verwerten kannst. Ja, das glaube ich. Also, der hat in Gießen studiert und er meinte, da hat er halt so überlebt, ganz lange. Weißt du, weil alles, was er an Geld auftreiben konnte, ging quasi für Miete drauf oder Fixkosten. Ja. Und dann hat er da eine Olle kennengelernt so und war so, ja, ey, Containern gehen, hat er das genannt. Und dann sind die einmal los zusammen. Ja, genau. Und dann sind die einmal losgegangen und er meinte, die hat sofort eine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Sofort. Richtig guter Einstand. Der hat das halt monatelang gemacht, ne? Der war halt so, keine Ahnung, also richtig abgefahren. Ja, meinst du, was passiert, wenn die da ihre ganzen Konserven im Angebot haben für 30% weniger, ne? Die kommen einfach weg. Ist das nicht krank? Ja, die kommen, wenn die MAD erreicht haben, dann werden die vielleicht gehen die noch an so einen Postenbörsenmarkt oder sowas, ne? Ja. Aber auch die haben nicht unendlich Kapazität. Ihre Wasser noch was zu vermachen. Und dann landet halt ein Haufen im Müll. Wenn du da was wegcontainern kannst, ist das völlig in Ordnung. Ja. Aus dem Winkel ist die Hälfte meines Kopfes einfach nur Stirn. Also für mich ist dein ganzer Kopf nur Stirn und unten so ein bisschen schambehaart. Ja, das kenn ich. Zwei Knopfaugen und ein Arschloch in der Mitte. Googly Eyes, Alter. Die muss ich noch auf jeden Fall schenken. Das ist ein guter Tipp, oder? Also für so einen Joke zwischendurch ist es immer gut, wenn man eine Handvoll Googly-Eyes in der Tasche hat. Auf jeden. Die sind auch nicht teuer. Oh Mann, ich hoffe, ich kann das auch einem Toten ausprobieren irgendwann. liegt Stalin nicht in einem offenen Sarg, mehr oder weniger? Ja, kann ich ja leider nicht so dran, aber das wäre immer eine geile Geschichte. Schlägst die Scheibe ein, klebst ein Googly-Eyes drauf, machst ein Foto. TikTok! Nächste TikTok-Challenge. Da kann sich einer von der Gen Z für verbrennen. Verfickte Scheiße, Alter. Ja. Apropos verbrennen, Alter. Der Mönch, der versucht hat, Frieden zu stiften, indem er sich angezündet hat, aber trotzdem nichts erreicht hat. Bondo ist schuld. Oder Pro. Ist Big, diese Feuerzeugmarke, ist doch auch französisch, meine ich. Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, das interessiert dich jetzt auch, ne? Weil das gute Feuerzeuge sind. Ja. Habe ich letztens ein Reel gesehen von so einem Affen, irgendwie so einem Makakenaffen, der so ein Feuerzeug in der Hand hat mit so einem Rollstein, ne? So ein
dieses Standard Feuerstein. Ja, ey, wenn ich diesen Namen schon sehe, ne, es heißt natürlich nicht nur Big, es heißt Société Big. Ja. Er hat das Affe dieses Feuerzeug genommen, ne, und dann quasi falsch rum in der Faust drin und dann auf dem Boden den Feuerstein gerollt Richtung seiner Eier und dann war unter seinen Eiern Feuer. Feuer. Und dann ist er, hat er kurz die Eier verbrannt, dann guckt er sich das so an und dann macht er es nochmal. Muss ich jetzt gehen? Wie? Also, wenn du kannst mir nichts erzählen. Wir stammen auf jeden Fall so hart von diesem 100 Ding. Pro, Alter. 100%. Wir haben einfach an irgendeinem Punkt der Geschichte Schwein gehabt. Ja, richtig. Irgendwas ist abgebogen und hat gesagt, together, monkey, strong. Yeah. Ja, genau. Geh jetzt in die richtige Richtung, Alter.